möchte, ich weiß nicht, ob ich, ich beschreibe einfach und ich glaube, dass die einzige Art für die Frauen zu sein momentan ist, gegen sie zu sein. Das klingt ein bisschen absurd, ich weiß, aber die Frauen sind nicht definiert. Man erzählt ihnen so komische Märchen über sich. Man erzählt von der Mutter, die sich immer aufopfert. Man erzählt von der Sklavin des Mannes. Man sagt immer, in dieser von Männern beherrschten Welt. Ich oder mache man gerne sagt, Fernsehen. Dass die Frauen am liebsten natürlich für den WDR. Denn nur hier beim WDR werden die heißen Frauenthemen auch rücksichtslos auf den Tisch geworfen und so richtig ordentlich durchgenommen. Wenn im Jahr 2000 nicht die Männer abgeschafft werden, sondern, oh nein, wenn es bis dahin so wäre, dass man Emma nicht mehr brauchen würde, also eine kämpferische Zeitschrift. Ja, da sind Sie natürlich Optimist, das finde ich auch. Schön wäre es, wenn im Jahr 2000 Menschen Menschen sein könnten und nicht ein Etikett hätten, wo die Frauen und Männer sind. Baumärkte machen riesen Umsätze jetzt. Wegen 50 Shades of Grey. 20% auf alles, außer Ledergeschirre. Ey, jeder Dritte dübelt sich jetzt eine Liebesschaukel in den Heizungskeller. Ey, dieser Sekretärin-Porno hat ganze Ehen aus den Angeln gehoben. Bei der Andrea im Sexshop, diese ganzen Klemmen so für die Nippel, ne? Diese ganzen Dinger, da kostet ja ein Set also ein irres Geld. Beim Obi, wisst ihr, was ich da gefunden habe? Hier diese duften Garten-Tischdeckenbeschwerer. Ne? Klemme ich mir dann so da dran, ne? Ich meine, das Auge isst ja auch mit, ne? Ich hab doch keinen Bock vorher einkaufen zu gehen. Das ist doch voll der Aufwand, oder? Da muss ich ja schon geil in den Baumarkt gehen. Oh, geil, guck mal hier. Guck mal hier die Schraube, geil. Aber es ist ja eigentlich sehr konsequent, dass wir eine Runde über Frauen im Fernsehen mit einer Sequenz eröffnen, wo in Schwarz-Weiß einer Frau erstmal in den Arsch getreten wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen früh emanzipatorischen Ansatz gefunden haben. Denn sie hatte erstmal die Rache, die nicht auf dem Fuß, aber auf dem Gesäß folgte. Ja. Und er musste immerhin vorher, um sie zu demütigen, beim Maßschneider vorbeischauen. Perfekt frisiert, super gestylt, offensichtlich ein Ehepaar oder ein Geschwisterpaar sogar. Oder beides. Das erinnert mich an die Frage, die Christine Westermann bei Zimmerfrei mal Merit Becker stellte, ob sie, wenn sie was ausgefressen hätte, in der Jugend von Ben auch ordentlich gedeckt worden wäre. Das ist ja fast zu viel Information, muss man sagen. Wirklich. Es ist boah, jetzt kommen die Männerwitze, Leute. Ich fasse es nicht. In der Sendung über Frauen. Bianca, Esther Villar 74. Weißt du noch, was damit anzufangen? Nein, gar nichts. Sie sah schön aus. Esther Villar? War das nicht die, die gerade auf den Arsch getreten wurde? Nein! Wer ist Esther Villar? Auf den Arsch getreten wurde, war eine namenlose Hofrau. Wer ist denn Esther Villar war die, wo Esther Villar eingeblendet wurde. Ja, sehr gut. Aber erklär mir doch mal, was Esther Villar gemacht hat. Als Hilfe. Lass dir bitte die Bianca in Ruhe. So, was hat die Frau gemacht? Pass auf, reißt euch zusammen, ihr alten Böcke. Das muss man poetisch machen. Esther Villar trat an in grauer Zeit, um eine Lanze für den geknechteten Mann zu brechen. Sie schrieb ein Buch, das damals die Hitparaden der Bücher anführte, aber es gab dabei nichts, was, wie heißt sie nochmal, die Steuerhinterzieherin? Alles Schwarzer gefallen hätte. Danke, danke. Und das Buch, das hieß Der dressierte Mann. Und es zeigte uns, was eine israelische Schrittstellerin so drauf hat. Ich hätte nicht kann. Und jeder Mann wünschte sich zum Weihnachtsfest ein Exemplar davon auf den Gabentisch. Oh, du Fröhliche. Einhändig. Einhändig. Unfassbar.
Unfassbar. Unfassbar. Danke. Ich kann nicht klatschen. Ich danke, danke für die Erklärung. Wer von euch Vieren hat dieses Buch gelesen? Habt ihr es alle vier gelesen? Text geschrieben, Entschuldigung. Ich war alt genug, hab's aber nicht gelesen. Da war ein Zauberer. Also wenn ich es nicht kenne, habt ihr es gelesen? Natürlich. Habt ihr es gelesen, das Buch? Ich lesen, es wird ja dort nur gesprochen. Der dressierte Mann. Ja. Das Buch, lesen. Ja. Sehr gut. Es wurde so viel drüber gesprochen, dass es niemand lesen brauchte. Ich hatte mir eher Gedanken über Ali Schwarzer gemacht und die Dioptrienzahl. Ja, das ist wirklich beängstigend. Aber Ali Schwarzer Witze wären, als ich beim Fernsehen angefangen, undenkbar gewesen. Gerade ja. In Köln. Das, das Rad wäre auch ja. Undenkbar gewesen, als du beim Fernsehen angefangen hast. Und trotzdem fahren jetzt alle mit Autos rum. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Meine Damen und Herren, hier ist das Fernsehen des Nord- und Westdeutschen Rundfunkverbandes in Köln. Sie sehen heute die dritte Folge unseres Quiz-Turniers Hart auf Hart. So, Herr Lau, Sie wissen 3 Minuten. Wählen Sie bitte Nummer 333. Hallo? Hallo? Ich starte mit einem Ihrer Wissenschaftler. Der andere bleibt als Sicherheitsgarantie für meine Mannschaft vorläufig an Bord. Gut. Starten Sie. Mario Lanzett 1 fertig. Commander, wollen Sie wirklich allein? Was heißt, ich will? Die wollen. Wenn man wenigstens wüsste, wer Ihre Partner sind oder wie Sie sind. Wem haben Sie telefoniert? Mit der Dame rechts. Mit der Dame rechts. Ich werde Ihnen noch nicht sagen, ob Sie richtig oder falsch geraten haben, sondern Ihre Telefonpartnerin wird es Ihnen nachher selbst sagen. Wollen Sie damit sagen, dass die Männer auf Kroma nur Gärtner sein dürfen? Gärtner oder Techniker, auch Wissenschaftler, Spezialisten, auch Paradesoldaten. Wenn man eine Ehrenkompanie braucht. Ja, das haben wir Ihnen gelassen. Das ist harmlos. Außerdem können Sie natürlich wesentlich dazu beitragen, das Leben angenehm zu machen. Karate. Sie kriegen Handgelenke wie Metall. Sie werden zur Granate und sind gewappnet gegen Überfall, Gewalt und Attentate. Und darum hilft es ihnen überall, jawohl, Madame Karate. Übrigens, Herr Kandel, komm. Bitte. Wer war das? Sie. Sie. Wer? Sie. Sie. Sie dürfen jetzt mit ihr sprechen. Mit wem zum Teufel? Ich will jetzt endlich den Boss sehen, den Obersten, versteht ihr, den Chef? Sie wollten mit mir sprechen, Commander McLean. Was denn, Sie sind... Ich bin, wie Sie es nennen, der Chef. Der Oberste? Na, wann sind Sie denn dran? In einer halben Stunde ungefähr. Ach, dann sind Sie die beiden Schnellrechner. Ja, sicher. Was rechnen Sie denn so alles aus? Ja, was können wir machen? Zum Beispiel den Wochentag Ihrer Geburt, wenn Sie mir das genaue Datum geben, bitte. Na, also ich zum Beispiel 20.39. Noch einen Samstag. Roma bestimmen die Frauen, was geschieht? Das ist unglaublich. Wir machen ganz gute Erfahrungen damit. Möglich, bisher vielleicht. Aber seit Sie auf die Idee gekommen sind, die Sonne künstlich anzuheizen... Das war eine Idee unserer Wissenschaftler. Wenn wir Rechner und Tüftler brauchen, sind wir auf Männer angewiesen. Und wie viel ist 98 mal 37? Das ist 3.626. Das stimmt auch. Tatsächlich stimmt. Wie viel ist 98 mal 76? 7.448. Und 547 mal 42. Meine Damen und Herren, Sie sind vom Nord- und Westdeutschen Rundfunkverband Köln. Die Sendung 2x2 = 4 mit Henk, Eke und dem kleinen Kamera Erdspann. Claudia Doreen! Claudia Doreen! Da warst du auch in die Folie. Claudia Doreen, ich meine, es gab Jane Mansfield, es gab Brigitte Bardot, es gab Chuchi. Marilyn Monroe, es gab Lauren Bacall, es gab alles. Aber Claudia Doreen, das war die Sexbombe im Vorabendprogramm Wohnzimmer des WDR-Sendegebiets. Claudia Doreen, wenn sie sagte, und nun sehen Sie die dritte Folge unseres französischen Krimi.
Oh. Er sprach unsere ganze Familie mit Krimi. Für mich war das Highlight in der Matzgrade, wie lange Schönherr in Raumpatrouille Orion braucht, um zu akzeptieren, dass die Frau da irgendwas zu sagen hat. Ja. Wir wirklich das dritte Mal noch. Nee, im Ernst jetzt, wann kommt der Chef? Komm jetzt. Jetzt mal wirklich. Komm. Durchaus nicht zum Scherzen zumute. Im Jahr 4000, das muss ich mir vorstellen. Jetzt mal runter bei den Fischen. Wo ist der Boss? Genug. Aber Thorsten, was schreibt das Drehbuch? Ja, die Frauen haben die Macht übernommen und die Welt droht unterzugehen, weil die haben die Sonne angeheizt und zwar falsch. Ja. Aber das war eine Idee der Männer. Natürlich. Natürlich. Aber die Namen damals bei Orion, fand ich, das war meine Kindheits wirklich Erweckung im Fernsehen, fand ich so großartig. Tamara Jagiellowska. Das war ja die Aufsichtsbeamtin des Galaktischen Sicherheitsdienstes. Großartig. Weil Cliff Alistair McLean so über die Sprüche sammelt mit Atan Shubashi, seinem Bordadministrator. Jetzt nuschel doch nicht so. Und Helga Legrell, der Funkerin, und Mario Girotti, der von dem großartigen, unvergleichlichen Wolfgang Völz gespielt wurde. Ja. Und das war das Team. Und Friedrich G. Beckhaus war auch noch mit am Start. Und all diese großen Künstler hatten also immer irgendwie Scheiß gebaut. Dann hieß es, wenn ihr nochmal auf große Fahrt gehen wollt, müsst ihr natürlich die Beamtin, Aufsichtsbeamtin des Galaktischen Sicherheitsdienstes Tamara Gelost mitnehmen. Aber sie wurde ihrerseits wieder gesteuert, und da spreche ich von Oberst Villar. Also, Bettina, du hast gefragt. Friedrich Jürloff, ganz klar. Du hast gefragt. Ja. Fest steht, wenn bei Google die Server abschmieren, kommst du in Jogginghose angelaufen. So was ist. Es tut mir leid, aber ihr habt einfach alle meine Leidenschaftspunkte zielgerecht getroffen. Uns tut es auch leid mittlerweile, weil das ist wirklich ein Wissen, dass man sich unzulänglich vorkommt. Man müsste aber nochmal über die Titelmusik von Raumpatrouille reden. Von Peter Thomas. Großartig. Provozieren doch nicht. Otto Weiß, der das Hammond-Orgel-Solo gespielt hat. Bitte was? Otto Weiß hat das Hammond-Orgel-Solo. Hör doch auf. Der Otto Weiß. Wer ist das? Das war der langjährige, der war später langjähriger Begleitpianist von Roberto Blanco. Wer wüsste es nicht? Hatte ich ein Poster von überm Bett. Und den habe ich kennengelernt, in einem Hotel im Bayerischen Hof habe ich ihn interviewt, weil ich große verdiente deutsche Musiker interviewt habe. Und dann kam ein sehr kleiner Mann auf mich zu und der hatte es geschafft. Andere Männer, wenn sie größer werden, nur das machen sie Torero-Absätze. Er hatte so ein Toupet auf dem Kopf. Ein Mörder-Toupet. Typisches Hammond-Orgel-Solo bei Raumpatrouille. Wer merkt das selber? Ich gehe jetzt. Ich habe es selber gemerkt. Tag für Tag, verehrte Zuschauer, verrichten wir mehr oder weniger unbewusst einige Verrichtungen, die uns allen wohl vertraut sind, weil eben alltäglich. Fernsehen zum Beispiel. Beim Fernsehen unterscheiden wir zunächst einmal zwei Wirkungsmächte, die auf den Konsumenten einwirken. Die akustische und die optische. Was kostet das denn? Ach, das hättest du schon erschwingen können. Was, so viel? Ja, ich muss doch aber eine Menge abgeben, Junge. Eine alleinstehende Frau wie ich mit einem so riskanten Job. Man braucht doch jemanden, der mich beschützt. Dafür muss ich natürlich etwas davon abzweigen. Ja, ja, ich kapiere schon. So was nennt man, glaube ich, Zuhälter, ne? Start. Alle mal hier. Es gibt wieder Wahlen und der Sozi geht um. Robidibum. Verschließt ja eure Türen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie als Hausherr des Komödchens begrüßen kann. Darf ich Ihnen Ihre Eintrittskarte überreichen? Und man fragt, was will denn die Partei? Denn ein Sieg in 12 Ländern und mit 50% macht endlich mich frei. Das Schöne ist eben, du stehst in der Früh auf und siehst dich im Spiegel an und sagst, Mensch, hast wieder einen Bauern subventioniert. Das ist schon... Es gibt einem was. Oder in der Entwicklungshilfe oder in der Kultur. Überall ist jetzt unsere Hände Arbeit einfach mitbeteiligt. Ja. Hände Arbeit. Heißt die Frau Dornhoff eine einzelne Formel gebracht? Erziehung zu einem kritischen und sparsamen Wahlgebrauch. Man soll wirklich ein- und ausschalten. Geht es noch leichter? Der beste Fernsehzuschauer sollte also immer derjenige sein, der bewusst nur das sieht, was er wirklich sehen will. Ui. Ja, Bianca, was macht das mit dir? Das, Oder welche Rolle spielt Lore Lorenz in deinem bisherigen Leben?
Bis eben hat mir Lore Lorenz nicht viel gesagt, tatsächlich. Ja, Kabarettistin, aber das war damals war Kabarett noch richtig Arbeit. Also, das Komödchen in Düsseldorf war ein Spitzen. Da konntest du nicht einen Ziegenwitz machen und dann war es im Fernsehen, da musstest du richtig was tun. Da musst du noch was überlegen. Ja. Aber Kabarett war auch immer, finde ich, im damaligen Fernsehen ein Vehikel für wirklich stark und dominierende Frauenfiguren. Ursula Herking hat angefangen damit. Ja, die waren aber in der Minderheit. Noack von der Lach und Schieß, hier Lore Lorenz. Götz. Bitte? Es waren doch ganz wenige Frauen. Ja, aber die hatten, die dominierten diesen Typus. Wie die Noack von der Lach und Schieß was sagte, oder Lore Lorenz, das hatte wirklich manifest. Ja, das war Minderheitenschutz. Charakter. Ja, war klasse. Ich fand's super. Nein, jetzt ziehst du halt von mir aus den Bräser an, wenn du Angst hast. Angst. Ich meine, ich sorge mich um dein Gewissen, Maria. Ich meine, du bist die Katholikin von uns beiden. Also mein Gewissen, das gehört immer noch mir. Das regle ich schon. Dazu brauche ich weder einen Herrn Wojtyla noch einen Herrn Sven. Dich brauche ich zu ganz was anderem. Leider. Nina Nesen, das ist Nina Nesen. Oh, Nina. Komm, noch ein bisschen mehr Nina Nesen. Nein, nicht so viel Nina Nesen. Okay. Oh, gut. Das ist gut. Das ist so toll. Gut wie Würstchen. Wissen Sie, wie dieses Bärchen Was ist denn jetzt aber so schlimm an einem unbekleideten Busen? Ja, das habe ich also auch ziemlich ausführlich dargelegt. Deswegen frage ich, ja. Weil Sie das also fast mit dem Untergang des Abendlandes gleichsetzen. Ja, da war ein Herr. Hinter dem Vorhang muss ich schreien, in die Blumen anbieten. Wie im Separé? Ja, kaufen eine Bars. Ja, da war ein Herr, der hat Rosen viel gekauft. Steht auf, ich drehe mich beschämend um. Da muss ich mit meinen Rosenstielen an der Tischdecke hängen geblieben. Da ist ein Glas Sekt umgefallen. Und da sagte der Herr war unter Nase. Und da sagte der Herr. Frau Berger, es wird immer so viel hergemacht, dass man sagt, also Senta Berger ist eine der ganz wenigen Schauspielerinnen, die schön ist und außerdem noch intelligent. Stimmt das wirklich oder ist das nur ein Vorurteil? Nicht, dass sie auch intelligent. Es wird ja immer schöner. Ja, ich weiß. Das ist furchtbar. Darf ich die Frage nochmal stellen? Ja! Ich muss zwei Feststellungen machen. Erstens, es hieß nass und nicht nackt. Und zweitens, es war doch, nass. Doch, er war nackt und nass. Jetzt sind wir spätestens raus. Das ist mir ausgeblendet. Und da sagte der Herr ganz trocken. Das heißt, der Mensch wird immer mehr unter dem Gesichtspunkt seiner Sexualität als reines Sexwesen, ob jetzt Sexobjekt oder jetzt Zuschauer, also jetzt jemand, der auf den Sex anspricht, gesehen. Und für mich ist das mit der Frau in der Küche. Ich kann das nicht aussagen. Ach so, ich habe das auf einem Zettel. Eine Frau gehört an den Herd. Manchmal kam man gar nicht weiter mehr. Weil sie im Wohnzimmer nur stört. Ja. Sepp, ich bin's, die Maria. Sag mir, Sepp, was hast denn du heute Abend nicht so vor? Ich? Auch nicht. Ja, dann schaust du halt noch rüber. Auf einen Sprung. Ja, jetzt gleich. Gut. Also das ist dieser Vorteil mit diesem Pfarrer, gell? Da spart man sich das Beichten, weil da war ja eh dabei. Ja. Also wenn man sich heute über die Privaten beklagt, muss man sagen, die Sünden waren schon vorher da. Tutti frutti ins Elterswasser, ne? Tutti, ja.
Wie haben die Frau? Ich würde kaputt gehen in so einer Röhre. Also es wird auch jetzt nicht aussehen, aber ich würde von der Platzangst her auch. Da müsstest du es versuchen. Ja, du würdest aber auch gar nicht reinpassen. War aber kalt. Kommt auf die Röhre an. In die Röhre nicht, die müsste schon das Format haben. Bitte? Vom Kölner Dom. Aber dann, aber wirklich, das, ich meine, die müssen ja oben reingelassen haben und dann Wasser drauf. Wer macht sowas mit? Aber war das damals, war das sexy? Für mich ist das so... Das war ja, glaube ich... Ja, da ist halt eine Frau in so einer Röhre. Das, oder? War ja, glaube ich, Bananas, was ich sowieso nie verstanden habe. Das war ja eigentlich eine Sketchshow, wo dann zwischendurch Musik gespielt wurde. Und dann musste aber auch aus dramaturgischen Gründen immer noch irgendwer blank ziehen. Wie das aber zusammenhing, hat man eigentlich nie so richtig kapiert. Also muss auch Hauptsache, das war so. Was? Ja, man hat es so hingenommen. Wir hatten ja nichts. Aber am besten fand ich die Frage an Senta Berger. Sind ja. Sie schön und auch klug? Wie kann das denn sein eigentlich? Was soll die jetzt antworten? Nein, ich bin nur schön, aber doof. Ja. Aber das hat man auch so schön an der Mimik gesehen, weil der Rosenbauer hat schon im Satz gemerkt, dass er gerade totale Scheiße redet. Ja. Und wollte am liebsten nochmal reinkommen und die Sendung neu anfangen. Nee, ich glaube aber, dass der Rosenbauer gedacht hat, dass er hier so quasi als verspäteter APO-Vertreter der Frau, die sich im Filmgeschäft etabliert hat und sogar in Italien mit größeren Stars dreht und Marcello Mastroianni geküsst hat vor laufender Kamera, der wollte er noch so ein bisschen einen mitgeben, weil er doch irgendwie kulturkritischer drauf war, als es ein festangestellter WDR-Redakteur normalerweise ist. Was ist mit dem Pelz, den Senta Berger anhatte? Eklig? Der Pelz? Der Pelz. Die hat einen Pelz. Entweder hat sie einen Pelz oder sie hat sehr einen haarigen Hals. Aber ich würde sagen, ich glaube, das war ein Pelz, oder? Wollen wir mal Letzteres hoffen? Ja, besser wär's. Hatte sie die 17-Uhr-Rasur vergessen. Das passiert schon mal. Wenn er schon lange tot war, heutzutage ist das einfach Fake Fur. Ich glaube, damals waren die noch nicht so weit, gute Fake Furs zu machen. Das ist ein Gespräch, das ins Nichts führt. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Da gibt's aber eine extra. Ja, das ist doch ein Film. Wenn genug, packen Sie aus! Bekommen den Bericht heute Nachmittag. Ich diktiere gerade das Schluss. Sie können sich darauf verlassen. Auf Wiederhören, Herr Generaldirektor. Wo waren wir stehen geblieben? Sie haben eben meine Bluse aufgeknöpft und Ihre rechte Hand war unter meinen Rock gerutscht. Ich bitte, die Störung zu entschuldigen, aber mein Ei ist wieder hart wie Kruppstahl. Versteht nicht, meine Eier sind weich. So weich wie Ihre Boxerbirne, das sind Rühreier, Sie Mülleimer Casanova. Und ich habe überhaupt noch nichts zum Frühstück bekommen. Seit dieser Hudenlümmel im Hause ist, gelten Opa und ich überhaupt nicht mehr. Da soll noch einer abstreiten, dass ich Zärtlichkeiten brauche. Komm, mein Täubchen, lass uns noch ein bisschen. Zu wenig Liebe. Er hat gesagt, ich muss mindestens 10-mal die Woche Liebe haben. Andernfalls könnte ich nicht mehr die volle Leistung am Hochseil bringen. Naja, dann trag mich mal Donnerstag für 2-mal ein. Den Rest musst du dir dann im Ensemble zusammensuchen. Beim Ständer unserer Bemaßung. Richtig, also bei eingehender Massage? Nein.
Ich kann einfach nicht, also ich kann einfach nicht. Aber ich frage mich bei so Sachen dann immer, was hat sich der Redakteur, diese Frau, die aus diesem Fotoautomat nackt heraus, was soll das? Das ist Ingrid Steger. Das ist eine Frau, die für den deutschen Sexismus mehr getan hat als jeder andere. Das ist eine deutsche Hochkultur ist das. Das ist ja eine schöne Szene. Aber also das war so, was hat das mit euch gemacht damals? Ja, aber schätz mal. Da kommst du nie drauf. Dasselbe wie heute. Da kommst du nie drauf. Aber das ist doch nicht geil. Also wer doof mit was? Fand ich das geil. Ich fand das ja, wie bitte, was ist denn dann geil? Das ist eine schöne Frau, die halt halbnackt aus dem Fotoautomaten kommt. Und ja, der so war die Zeit damals. Also wer doof du musst verstehen, dass wir rein sexuell mit 40 Mark angefangen haben. Na, es war weniger damals und wir haben halt hinter der Couch gehockt im Niki, wie gesagt, Schlafanzug und haben geguckt und das war natürlich also es waren die einzigen Brüste, die du sehen konntest im Fernsehen und natürlich ist so eine Folge Klimbim, als hätte einer einen heißen Lötkolben durchs Ohr ins Gehirn gestoßen, aber dann kam irgendwann Ingrid Steger, fertig ist die Laube, das wurde nicht hinterfragt und ja, jetzt will ich gar nicht damit anfangen. Aber die Frage von Bianca war ja interessanterweise, was hat der Regisseur sich dabei, was oder Redakteur? Gar nichts! Ich glaube nicht, dass ein Regisseur dabei war. Soll man sich da denken? Das stimmt überhaupt gar nicht. Was ist das denn war, davor passiert? Das war ihr Mann, verstehst du? Ach, das war ihr Mann? Michael Fleker war der Regisseur und er hat seine Frau immer wieder so präsentiert, die letztlich nicht so richtig gut durchs Leben gekommen ist, weil sie als Tippennummer gebucht ich glaub, war. Ich glaube, die war mit Winke Mürre verheiratet zu der Zeit. Ja. Ich denke, das war mehr so seine Nebenfrau. Ja. Also vorher war er mit Bibi Jones verheiratet. Ja. Das war eine Frau. Stimmt das jetzt wirklich oder fängst du an, die Leute... Nein, das ist wahr. Das stimmt alles. Aber die Frage ist, selbst als Kind habe ich bei diesem Wenke-Mürre-Sketch, wo sie da die ganze Zeit diese Talkshow singt, habe ich die ganze Zeit mit 11 schon gedacht, wann kommt der Typ mit dem Betäubungsgewehr? Das war ja nicht auszuhalten. Das war ja wirklich Folter. Und das war jetzt stark gekürzt. Die Nummer war 20 Minuten lang. Ja, dann guck mal eine Kochshow, du. Ja. Das einzig Lustige war, wir durften das nicht gucken. Das wurde verboten. Ich war auf einer katholischen Klosterschule. Ach. Und der Religionslehrer sagt, ihr dürft euch das nicht angucken, da kommen nackte Brüste vor. Oh, was für eine Drohung. Sehr geholfen, oder? Hat er dazu gesagt, das waren gute nackte Brüste? Das konnte er nicht beurteilen. Das hat er sich ja nicht angeguckt. Er kannte das noch. Ach so, natürlich. Ja. Da bin ich aber ziemlich sicher, dass doch. Woher wusste er das denn? Ja, und jetzt, wo du das erste Mal gesehen hast, das hat er gelesen. Also ich würde es mir auch jetzt heute damals angucken. Oder in der TV hören und sehen. Ja. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, eine absolute Fernsehpremiere. Hier sind die Hupfdolls alias Breaker Leg oder umgekehrt zusammen mit dem ersten Auftritt der Oberschwaben Dream Boys. Es gab drei Dinge, die ich nie gemacht habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das vor dem Fernsehen sagen soll. Sie müssen sich sagen, wenn Sie nur sagen, auch Sie haben Ihre Grenzen, dann genügt das. Wir wollen keine, wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber I never did it with a horse. Ich habe nie mit einem Pferd einen Geschlechtsakt vollführt. Die Weichteile sind gut verpackt. Können Sie prima mit gegen die Wand laufen. Außerdem haben wir in monatelangen Studien festgestellt, dass der Mann dieses Modell nicht erotisch findet. Nächste Verdächtige. Wer ist Dolly Bastard? Position A, bitte. Ich gehe zu Hause noch ein bisschen auf meine Waschmaschine. Oh ja. Ja. Matja, ich habe jetzt die neue. Hast du endlich eine neue? Ja, ich habe mich beraten lassen. Ja, und?
Immer meine neue Waschmaschine, ne? Die macht im Schleudergang, macht die 1500 Umdrehungen. Lisbeth, pass auf, das gibt dir nur den Rest, du. Ja, das will ich wohl meinen, die war auch teuer genug, ne? Ja, war die teuer? Ja, aber weißt du, was das Schönste ist? Nee. Waschen tut die auch. Ja. Hallo Dolly, freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns, bleiben Sie einen Augenblick hier. Wer hatte denn jetzt was? Noch einmal bitte die Schilder, die Sie gerade hatten. Aha. Der war einzige... doch dann die Größte, ne? Ja. Nicht die Aber er hat sich das wirklich mit der Körpergröße ja, erledigt. Ja, ich habe mich in meinem Freundinnenkreis umgesehen und da war keine Idealbrust dabei. Was immer das heißt. Aber ich bin dafür, dass wir hinschauen. Und gerade auch wir Frauen hinschauen auf das, was ist. Und wenn also junge Paare kommen, die müssen sich zum Beispiel ausziehen. Und Müssen sich ausziehen? Ja, naja, es ist natürlich so, ich zwinge sie nicht dazu. Es geht ja darum, dass sie was lernen. Und man kann bestimmte Dinge einfach nicht zeigen, wenn jemand angezogen ist. Ja. Ja, also die Blastechnik und so, was die Frauen dann auf den Mann übertragen, geht schlecht, wenn der noch eine Hose anhat, ja. Klasse, denke ich, der ist genau mein Typ, gar nicht übel gebaut und geistig etwas trüb und ich frag, hör mal, Darling, jetzt tut es wirklich wissen, ich mein, wenn ich dir jetzt die Wahrheit sag, dann wirst du was vermissen, hinterher, mein ich, wenn du dann mit zu mir gehst und ich mich schließlich ausziehe, du bedröppelt dastehst und dir vorkommst wie ein Ochse im Regen bei Gewitter, denn glaub mir, Baby, ich bin ein Zwitter. Ich mache mir Notizen, morgen mal die Fruchtzwergebecher ausspülen. Ansonsten... Wie traurig ist diese Nummer? Bitte? Wie traurig ist diese Nummer? Welche von den Nummern meinst du? Welche meinst du jetzt? Mit den Bechern. Ja. Also wie traurig ist der Kontrast mit Dolly Buster und dann der Frau mit den Bechern? Die ich hätte gerne Dolly Buster mit den Bechern. Ich hatte nur Augen für die Unterarmbehaarung. Ja, also hätte Dolly Buster die Nummer jetzt mit zwei Eimern gemacht, wäre es nicht besser geworden. Nee. Es ist. Wer war das? Warum war das? Eine Kabarettistin, die im Kern recht hat, natürlich. Aber seine Brüste zu akzeptieren, würde mir jetzt auch auf dem DIN A4-Blatt reichen. Trotzdem immer wieder. Also Achseln. Man sollte sich. Achsel ist ein schöner Herrenvorname. Man sollte die auch ab und zu mal rasieren. Das hat mich mehr abgelenkt als die Brüste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mache ja ein Kompliment für die Idee ihres Sketches. Aber das hätte man etwas freudvoller. Das war so verloren und so traurig. Ja, so war Köln damals. Verloren. Es war verloren und traurig. Ja. Mir hat vorhin jemand erzählt, dass diese Frau, die diese Liebesschule hat und die von der Lippe was von Blastechnik erzählt, dass die heute noch diese Schule hat. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Echt? Das dünnt den Klientenkreis so ein bisschen aus. Irgendwo, das geht dann... Wir fangen jetzt an, sexistisch zu werden. Das ist nicht in Ordnung gerade. Das ist auch Quatsch mit der Nummer von Rosa K. Wirtz. Sie war damals wirklich gut. Das war einfach natürlich, mal... Wir nehmen das zusammengerissen. Das ist wirklich, das ist über 20 Jahre her. Und damals gab es sowas nicht. So eine Kritik an dem, wie man Frauen sah und wie man auch Busen betrachtete. Vorher Klimbim, ja, mit Ingrid Steger, die darauf reduziert worden ist. Und das hat Rosa K. Wirtz total ironisiert. Und dann sind die Männer, so wie ihr heute noch, 25 Jahre später... Oh, das war doch ganz hätten wir die ganze Nummer gesehen in so einer fluffigen Revue, da hätten wir völlig anders reagiert. Erstmal war es mit 20 Jahren Verspätung. Das war ja fast 20 Jahre nach Klimbim. Von daher war der politische Impetus wahrscheinlich eher schwach. Oh, bin ich froh, dass du da bist. Sonst hättest du das gesagt, ne? Seit wann reden Götz über Politik, Leute? Das sollte er lassen, gern Klavier, Götz. Ja, sagt meine Frau auch immer. Wen trifft Petra Schürmann? Du bist gegen den roten Teppich, aber rutscht auf den Ring. Es ist aber noch niemand hingeschlagen in 144 Sendungen, aber er rutscht ein bisschen. Er rutscht ein bisschen. Aber das haben wir schon mal geschafft. Hier wären wir schon mal ganz standfest. Ja. Frau Schürmann, der Fragebogen. Alter? Bitte. Also ich meine, ich bin doch kein Auto, ich sage doch kein Baujahr. Macht es überhaupt Sinn, dass eine Frau sich sagt, ja, ich habe Lust, an die Spitze einer solchen Männerbündelei zu gehen?
Also ich denke mal, dass der Gleichberechtigungsgrundsatz aus unserem Grundgesetz dann auch mit sich bringt, dass Frauen dabei sind und ich hoffe in Zukunft auch mehr. Und deshalb würde ich die Politik nicht als Männerbündelei empfinden. Wir müssen uns ja immer wieder zur Wahl stellen und ich weiß zumindest, dass Wesen beider Rechte. Wir müssen näher ran. Ich merke schon, wir haben noch nie Mauer aufgerollt. Im Gegensatz zu Frau Hambrücher. Nein, das ist ja. Das geht aber nicht. Doch, ich kann das lesen. Haben eine, wie sagt man, arbeitsreiche Jugend gehabt und somit haben wir überhaupt sehr spät angefangen, überhaupt mal einen Kuss zu geben. Ja, also ich war mindestens 18 Jahre. Ich war 22. Da habe ich gedacht, ich kriege schon eine Kiste. Ersten Kuss. Ja. Wie stehen Sie zum Paragraphen 218? Oh Gott, das ist eine ganz schwierige Sache. Und wenn jemand aus Bayern kommt, fragt man besser nicht danach. Ich frage ihn gerade deshalb. Ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar, ja. Meine Grundthese ist, und das ist nicht neu, und damit bin ich auch nicht alleine, dass der biologische Unterschied zwischen den Geschlechtern ein Faktor von vielen ist, die einen Menschen ausmachen. Aber dass das nicht einen Menschen definiert und dass dieser biologische Unterschied, der übrigens bis in die Genitalien hinein, die ja so unterschiedlich sein sollen, also fast identisch ist, ja. Also nicht gerade in diesem strengen Sinne, mein Bauch gehört mir, der Ansicht bin ich nicht so ganz, aber es ist eine individuelle Sache. Wem denn? Ja, also ich meine, das Kind ist ja nicht mein Bauch, ne? Naja, das Kind ist ja ein eigenständiges Wesen. Also der Begriff Eigentum fällt dann ganz raus. Ja. Unser Vater war immer daher, wenn Gäste gingen. Und aber ihr habt in frühen Interviews, habt ihr immer gesagt, ihr wollt auf jeden Fall auch unberührt in die Ehe gehen. Das war ja früher auch nicht. Jetzt haben aber überhaupt nur zwei geheiratet. Ja, was ist mit den anderen zwei beiden? Waren lange liiert und es war auch der Einzige. Das kann man nicht lesen, ne? Liebe ist das Schönste, soll das heißen. Ja. Dass sie mit der Liebe anfangen, hätte ich nicht gedacht. Liebe ist wunderbar. Wunderbar. Glauben Sie tatsächlich, eine Frau ist in Bayern nicht durchsetzbar? Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die CSU ihre Besorgnisse und ihre Meinung zum Ausdruck bringt. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass die CSU, das habe ich jetzt auch als Generalsekretärin erlebt, eine sehr pragmatische Volkspartei ist und dass die Einheit von CDU und CSU dann uns doch immer wieder auch zusammenführt. Ich weiß, dass Sie auch eine tapfere, eigenständige Frau sind. Ja, danke schön. Und ich wünsche Ihnen dafür auch viel Kraft, das durchzuhalten. Ja, danke. Meinen Sie, Sie brauchen viel Kraft oder glauben Sie, es wird seinen Weg gehen, weil es richtig ist? Nein, also ohne Kraft und ohne, dass es durchgesetzt wird, natürlich von vielen Leuten, nicht nur von einem, denke ich, setzt sich überhaupt nichts von selbst durch. Das ist schon ein Phänomen, ja. Merkel war jetzt 16 Jahre jünger, sieht derzeit 30 Jahre älter aus, aber besser. Ja, finde ich auch. Ja, find ich auch. Fühliger. Das ist doch ein Ding. Auch seitdem sie keine lilafarbenen Warnwesten mehr trägt in Sendungen, ist halt alles viel besser geworden. Aber es war auch, sie hat schon diesen Sprech drauf, oder? Ja. Dieses abgebundene Politikerdeutsch, das wenig mitteilt, also sich aber wahnsinnig gut anfühlt. Also das aber ist, sie war schlechter frisiert als die Pudel der Jakobs, ist das. In der Tat, das muss man sagen. Aber es ist die Kanzlerin, willst du, sie sieht jetzt besser, sie sieht irgendwie machtsatter aus, so ein bisschen. Damals wirklich schon arg verärmt, oder? Und der gerade Pony, ist, darf ich fragen, ist sowas... Warum fragst du sie immer eigentlich? Ich frage nur, weil sie modisch überaus bewusst aussieht und ich mich immer frage, der Damenpony, wenn man sich so einen geraden Pony abschneidet, das wird der Sendung jetzt echt helfen, gerade was Feminismus betrifft. So ein gerader Pony, ist das so eine Verzweiflungstat oder ist das nur, wenn du Frisur hast? Nein. Gerader Pony ist ganz schön cool. Wenn man die Stirn dafür hat oder wenn man das Gesicht dafür hat, was jetzt Angela Merkel nicht so hart. Ich finde, wir gehen ein bisschen zu sehr in die Tiefe bei diesen Gesprächen. Ja. Was mich ja interessiert ist, wie war Petra Schürmann? Ja, was war mit der los? Ja. Durfte man die irgendwas fragen? Wie war die hinterher? Oder war die ein bisschen lockerer? Oder ja, war ich fand die schon sehr toll, muss ich wirklich sagen. Auch so eine Ikone eigentlich. Aber die war auch so eine Frau ihrer Zeit. Die war nicht sehr frauenaffin. Und die Frage nach dem Alter hat sie, glaube ich, als Majestätsbeleidigung empfunden. Ja, und dann als Bayerin mit Schwangerschaft und sonst irgendwas, sie hat sich eigentlich nur gewunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie war das Pflänzchen, rühr mich nicht an. Aber das hat sie Pflänzchen doch gar nicht gelöst. Ja, nein, sie war eine Dame. Jeder Poren. Gab es da ein vorbereitendes Gespräch oder tastet man sich langsam ran? Man tastet sich langsam ran, aber das hatte auch Folgen. Also die Jakobs ist das zum Beispiel, werde ich nie vergessen. Da sah man drei Pudel, die hatten aber fünf im Auto. Das heißt, wenn ein Pudel irgendwie schlapp macht oder so, dann holten die den nächsten aus dem Auto. Aber ich weiß.
Ich weiß ganz genau, ja. Die waren alle nicht ganz dicht. Die Pudel. Die Pudel. Ich sehe noch, oben im Flur des Westdeutschen Rundfunks sehe ich doch, dass die eine, ich konnte die nicht auseinanderhalten, die drei, dass die eine den Pudel hatte und wie schon, also manchmal, also da fiel hinten was raus. Ja, das war der Pudel, klar, natürlich. Hat sich die Frau Schürmann denn noch geöffnet im Rahmen des Gesprächs? Nee, nicht so, dass man sagen würde, das war jetzt befriedigend, oder? Das Gespräch war gut. Es ist ja auch manchmal gut, wenn Menschen sich nicht öffnen, weil das sagt ja auch viel über jemanden aus, wenn man sich windet, nicht sagen will, was weiß ich, wie alt oder welche Sozialisation oder sonst irgendwie. Das sagt viel aus. Guck mal, Rudi, hab ich gefunden. Also eins muss man der Claudia ja lassen, ne? Geschmack hat die ja. Hier mit diesen Schuhen auf dem Bett, das mag die Claudia gar nicht. So besser? Rudi? Claudia? Frau König? Frau Watzlawick? Scheiße! Wir Frauen haben damals unsere BHs verbrannt. Setzt ein Zeichen und verbrennt eure Boxershorts. Lasst euch Bärte wachsen und wenn sie behauptet, es kratzt, sagt ihr ihre Beinhaarstoppeln ebenfalls. Und was? Ihr helft ihr immer noch in den Mantel? Also der Björn macht das Gesunde, ja. Ich kümmere mich um den Rotwein. Du hast eine schöne Idee. Ich räume schon mal auf. Yeah, ja, ich brauche eben drei Gläser aus dem Kühlschrank, wollte ich schon sagen. Aus dem Schrank, was trinken wir denn Gesundes? Wir trinken so einen Wellness-Drink aus Wasser, Ahornsirup, Limette und wie heißt das hier? Ingwer. Das ist schön. Ich bin schon ein paar Mal so geschwärmt vom Hörfunk. Ja. Warum machen Sie nochmal Hörfunk? Was wollen Sie mir damit sagen? Dass ich kein Fernsehen mehr machen soll oder was? Was ist das denn für eine Frage? Hör mal. Was ist das denn? Warum gehen Sie nicht mal zurück zum Radio, Frau Engelke? Sie haben so ein Radiogesicht. Was soll ich denn davon? Ich mach mal die Tür zu, falls ich sie auflassen soll. Okay. Ich höre dich auch noch wahnsinnig gut. Ja, du siehst mich auch gleich noch, aber nicht mehr lange. Halt, hast du die Schlafbrille schon auf? Ja, das, mit der arbeite ich sonst gar nicht, aber euch zuliebe setze ich die auf, weil ihr wollt ja, dass ich bescheuert aussehe. Genau, ich habe die auch auf. Ja. Sie machen so viel, aber warum ich Sie eingeladen habe, ist Ihr Lied, was ich am meisten mag, Meine beste Freundin. Das ist auch schön. Das kennen Sie, ne? Das habe ich auch. Ich habe das ja selber geschrieben und auch selber gesungen. Ja, kennen Sie das? Habe ich mir auch nicht so hoch. Bitte kritisieren? Wieso willst du mich denn kritisieren? Du kennst mich doch gar nicht. Liebe Nina Hagen, ich finde das furchtbar, was diese dicke Frau da mit mir macht. Entschuldigung. Das ist schön, dass wir heute eine Frauenrunde beieinander haben. Einen schlechten Dienst. Darf ich das einfach an dieser Stelle? Darf ich jetzt einfach an dieser Stelle? Lügst du mich vor Ehre an? Kannst manchmal gar nicht fassen, wie ich mich auf dich verlassen kann. Ist doch klasse, oder? Ja, meine Marion. Ja, haben Sie auch so eine? Boah, ich hab, die Inge. Marion auch. Ich war heute Morgen bei Marion. Da wollte ich nämlich von Ihnen wissen, wer ist denn Ihre beste Freundin? Marion. Habe ich jetzt schon erwähnt. Nee, aber warum hast du überhaupt sowas an? Unten meine ich. Ja, das sind aber wirklich sehr private Fragen. Ja, aber man braucht doch. Man das ist einfach dieses Gefühl, das ist mir zu viel Freiheit da unten. Das muss eingekerkert werden, natürlich. Und wann lässt du es mal frei? Was? Was ganz Besonderes. Das ist mein Fotzensekret. Zwei Sonntagsproduktionen. Ich werde irgendwann Parfüm daraus produzieren. Es ist ein besonderes Geschenk. Ja, vielen Dank. Super, geht doch. Super. Ich bin schon völlig fertig. Schenk, ich bin auch froh, dass du das machst. Mhm. Das nehme ich, ja. Oh. Das hätte aber auch original mir passieren können. Haben wir hier Tupfer? Wollte ich das ja, Tupfer, ich Tupfer. Hab Tupfer. Herr Freitag, ein Tupfer, bitte. Mein Sohn ist hässlich. Nie vergessen werde ich den Moment, als ich ihn das erste Mal sah. Der Moment, der von allen Müttern als der überwältigendste in ihrem Leben beschrieben wird, dieser Moment war für mich der größte Schock meines Lebens. Ich weinte und schrie. Auch der hässliche Sohn weinte und schrie. Kaum fahren die Püppchen ihre Dinger daraus, dann spült ihr eure Selbstachtung ins Klo runter. Ist doch so. Also mir ist das noch nie passiert. Oh, ohne mich wäre ja schon alle enteiert hier. Alle nicht rein. Die Tusse heißt Nina. Egal, dann bleibt eben Nina draußen. Gut. Dann brauchst du die hier bei deinem heiligen Geburtstag auch nicht mehr. Yeah. So, und jeder ist noch geschockt über das Wort Fotzensekret, ne? Ich habe mir fest vorgenommen, es nicht auszusprechen.
Ich habe mir vorgenommen, es auszusprechen und es auch aufzuklären, denn es gab ja eine große Diskussion darum, aber Fotzensekret ist sehr d'accord mit den ARD-Richtlinien. Es wurde offiziell festgestellt, ja, von den Gremien. Ich habe beschlossen, es demnächst bei Scrabble einzusetzen. Bleibt die Frage, schreibst du es mit F oder mit V? Ich würde mit F schreiben, glaube ich. Oder? Kann mir einer erklären, wie der laufende Meter Oliver Pocher überhaupt da hingekommen ist? Ja, ich glaube, der hat sich hochgeschlafen. Ja. Ah, okay. Es ist ja den Drang des Sidekicks. Auch im Hörfunk heutzutage, jeder Moderator braucht noch einen an der Seite, der den Zuhörern das erklärt, was gerade nicht verstanden wurde und was der Hauptmoderator... Da, aber da, weißt du, wenn wir jetzt auch mal über subtile Interviewmethoden reden, da lobe ich mir wirklich deine langjährige Kollegin Christine, die es geschafft hat, mich, der ich eigentlich sowieso gar nichts über mich selber preisgebe, in Sendung dazu zu bringen, ihr zu sagen, was ich nachts im Bett trage und warum ich gerne eine Unterbuchse, also das kam ja, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich saß damals unten beim Licht, ließ mich nachschminken, wenn ich das hörte, und trank noch ein Stück Champagner und habe mir gefragt, warum trägt dieser großartige Mensch keine anständigen Pyjamas? Ja, ich habe das danach auch geändert, weil die Leute guckten mich auch anders an, nachdem sie die Sendung gesehen haben. Das ist sowieso, das ist ja wirklich, ich war ja zweimal bei euch und jedes Mal gab es so einen Moment, auf den mich noch jahrelang Leute angesprochen haben. Bei der ersten Zimmerfreisendung 2002 habt ihr Schweine ja meine Eltern besucht. Ja. Und meine Mutter fand Jörg Thaddäus so wahnsinnig nett, dass sie ohne Not Geschichten darüber erzählt hat, wie ich stubenrein geworden bin als Kind. Und man wird ja die ganze Zeit in so einem Fenster eingeblendet während, und ich sitze da wie bei so einem Unfall, wo man zuguckt und merke, ich dachte noch, Mama, mach das nicht. Bitte. Und dann erzählte sie wirklich diese unglaubliche Geschichte, dass ich, als ich recht, ich glaube, ich war 2 Jahre oder irgend sowas, wenn ich in die Hose gemacht habe, habe ich eben nicht gedacht, Vater, Mutter, mir ist ein Malöchen passiert, sondern ich habe mich wohl dazugesetzt zu meinen Eltern und immer gesagt, so, jetzt drücke ich ihn platt. Und das erzählt meine Mutter und ich sitze da wirklich, jetzt ist eh schon egal, ich sitze da und mir geht so die Farbe aus dem Gesicht, weil ich denke, danke dafür, Mama, weil von da an, ohne Scheiß, jahrelang bin ich, wie war damals? Mit Scheiß, jedes Mal, ich war ja noch bei Sat.1, wenn ich mich zu einer Konferenz hingesetzt habe, jedes Mal... Das bleibt. Und das liegt nur daran, dass Zimmerfrei hervorragende Interviewer hatte, die auch Sachen rausgelockt haben, die gar keiner wissen wollte. Vordergründig, aber bei dem, was Christine so rausgehauen hat, haben wir hinterher erst gewusst, wie sehr wir es wissen wollen. Ja, das stimmt. Wir haben uns die Lippen abspritzen lassen. Jetzt finden wir uns viel schöner. Es macht auch was mit einem. Wir sind jetzt viel selbstbewusster. Guck, und wenn beim Mann jetzt das Ausrufezeichen zu einem, ich sag mal, Fragezeichen verrutscht ist, dann schreit das nach Antworten. Sehen Sie, meine Damen, und das ist der Moment, wo quasi der männliche Humor geboren wird. Weil der Liebhaber hat nur noch eine einzige Chance. Er muss eine dermaßen gute und witzige Geschichte erzählen, dass die Frau sich dumm und dämlich lacht. Wenn man, dass die sich so kaputt lacht, dass sie dieses Fragezeichen einfach vergisst. Da. So einfach sind wir Frauen. Mach uns Wenn ich das mal demonstrieren darf, die Eva hat sich hier circa 50 Orangenhautdellen reinmachen lassen. Ja, das ist, weil es ein Frauenporno ist. Da fragt der Mann die Frau erstmal, wie sie heißt. Der Rest ist wie immer. Ne? Also die. Hey, es geht noch weiter. Das war ja erst der zweite multiple Orgasmus, den wir gerade hatten. So, dann arbeitet die sich also durchs ganze Gefängnis, dann noch bis in die Küche. Da arbeitet ein schwarzer, sehr gut aussehender Schwerverbrecher. Und ich wundere mich, ich habe mich gewundert, mit wie viel frischen Zutaten im Gefängnis doch gekocht wird. Ich wäre so gern ein Mann, dann würde ich schweigen. Haben die schon so eine Hackfresse? Ich meine, ich weiß ja nicht genau, wo bei so Bissnelken hinten ist.
Aber da, wo ich jetzt vermute, da habe ich letztens ein Düngestäbchen reingeknallt. Er hing wie so ein gestrandeter Wal vor so einer Massagedüse. Vom Wasserdruck war ihm die Badebuchse über den Kopf geschlagen. Und das Einzige, was fröhlich auf der Wasseroberfläche tanzte... Das Schlimme ist, wenn der dann mit Küche verwüsten fertig ist, dann muss er den auch noch loben. Oh. Wie hast du das denn gemacht? Ist da Estragon drin? Hast du das gebraten? Geht der Dreck, kann schon lang den Mess, geht der Schäle. Kann man immer lächeln? Kein Süß wie mehr, Hase, Bann bei Schlaf. Und wenn das funktioniert, ne, dann hole ich noch meine drei alten Freundinnen. Und dann setzen wir uns zu dritt, zu viert dann auf die Parkbank und dann können von mir aus ganze Gangs vorbeikommen. Und sobald die denken, na, dann wir so, ficken, ficken, ficken! Ich sag euch, wir erobern uns die Parks zurück, Frauen. Hör mal, wir können dann nachts reingehen, um die Sterne zu beobachten und die Gangs schleichen aus. Ja, Kabarett, unzerstörbar im deutschen Fernsehen. Und Frauen und Zoten. Frauen dürfen ja zotig sein. Ja. Ich mag Gerburg Janke. Das ist korrekter als den Männerzoten. Offensichtlich. Also da gibt es andere Regeln, das ist mal ganz klar. Sehr ja, es ist doch erstaunlich, dass wenn Frauen Witze über ihre Körperlichkeit machen, die besonders gut ankommen. Ja, das wird auch ein bisschen sehr exzessiv betrieben. Witze über die Körperlichkeit, die besonders gut ankommen. Während wir das ja totschweigen letztendlich. Ja, sie wollen uns Männern natürlich die lange Nase zeigen. Sie wollen sagen, wenn ihr darüber Witze macht, seid ihr des Teufels. Wenn wir darüber Witze machen, ist es wahnsinnig witzig. Eigentlich machen wir nur Witze darüber, indem wir euch parodieren, wie ihr Witze darüber macht. Das stimmt. Es ist der Meta-Meta-Witz ja, am laufenden Meter. Sie haben alles recht, uns zu parodieren, offen gestanden. Das stimmt. Ist das. Aber es ist halt, dass Frauen Komik darin finden, wo wir sie doch für so verletzlich halten, gerade was Körperlichkeiten angeht, ist so eine feine Sache. Ja, und deswegen habe ich ein Lied ausgesucht. War das eine Überleitung? Interessanter ja. Zusammenhang. Apropos Lochentwickler. Ja. Bums. Ich habe ein Lied ausgesucht, über die, wo diese Männer-Frauen-Rolle durcheinander geht. Das Problem ist, es sind viele berühmte alte amerikanische Lieder ins Deutsche übersetzt worden. Und im Prinzip können sie von Interpreten beiderlei Geschlechts dargeboten werden. Zauber. In diesem Fall gibt es aber eine kleine Falle. Denn es ist ein Lied, das sicherlich ein Mann genauso wie eine Frau singen kann, was im Original auch passiert. Das ist das alte Lied Everything Happens to Me. Nur an einer Stelle heißt es, wenn ein Spatz was fallen lässt, fällt es mir aufs schönste Kleid. Und da denken viele, aha, ein Lied für eine Frau. Aber man spricht natürlich auch vom Beinkleid des Mannes. In der Tat. Ja? Und Kleider machen Leute und des Kaisers neue Kleider. Und deshalb traue ich mich jetzt. Bonnie und Clyde? Bonnie und Clyde ist eines der schönsten. Oh Gott. Alles passiert immer mir. Das ist sehr spät. Nein, schon gut. Für die Uhrzeit. Ich danke dir nochmal für diesen wirklich sehr, sehr, eigentlich den besten. Schwarze Katze, das Glück läuft alles schräg. Geb ich ein Gartenfest, kann man wetten, dass es schneit. Wenn ein Spatz was fallen lässt, fällt es mir aufs schönste Kleid. Ich gehe mit Protest durch diese Welt und tu mir leid. Alles passiert immer mir. Geh ich in ein Konzert, dann wird der Sänger sicher krank. Zahl ich was auf mein Konto, brennt am nächsten Tag die Bank. Ich frage mich, warum mein Leben so perfekt misslang. Alles passiert immer mir. Ich glaubte mal, als du mein Pech beenden wirst, dass Liebe wohl ein Gegenmittel wäre. Nun weiß ich,
mich also nie mein Blättchen wenden wirst. Mein Luftschloss steht schon lange wieder leer. Ich rief dich 10-mal an, auch einen Eilbrief schrieb ich dir. Die Antwort war leb wohl, mit 30 Pfennig nach Gebühr. Ich hab dich so geliebt und du kannst wirklich nichts dafür. Alles passiert immer mir. Alles passiert immer mir. Ob wir Reiche nicht in Wahrheit die Armen sind. Ja. Alle wollen doch nur unser Geld. Vor allem der Fiskus. Der Fiskus, ja. Herr Robert, da vertusel ich jetzt aber. Der Fiskus steht im Flur und braucht nur hin und wieder ein bisschen Wasser. Frühling ist da. Wir alle spüren es. Laue Lüfte. Unsere Hormone spielen Halligalli. So mancher Mann träumt davon, für eine Frau ein Gedicht zu schreiben. So manche Frau träumt davon, von einem Mann einmal richtig gebrettert zu werden. Denn was eine Frau. Lass uns mal wieder richtig versacken! Portier, Zimmer Nummer 211! Gute alte Selma! Da geht's schon. Was lacht er so blöd? Aber das Ding hier, das ist mir egal. Da hab ich morgen sonst nichts mehr drin. Dafür ist der Friseur zu teuer. Die können mir am Arsch lecken. Und zwar wolltest du mir in der Hochzeitsnacht sagen, welchen Beruf du hattest, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich war Damenimitator. Das ist alles, was Sie noch interessiert. Bierdecke. Hässliche graue Pappunterlagen. Und wann hast du dich das letzte Mal auf mich gelegt? Wann hast du mich das letzte Mal gedeckelt? Helmut, ich kann dir hier alles zeigen. Ja? Hier ist der christliche Himmel, nicht da ist der hinduistische, nicht da ist der Himmel für die Islamisten. Die werden von 72 Leuten erwartet, die Sex mit ihnen wollen. Das stimmt also wirklich? Ja, aber die ahnen nicht, dass das alles Männer sind. Ja, war klasse. Ich fand's super. Ja, meine, ziehst halt von mir aus den Bräser an, wenn's du Angst hast. Angst. Ich meine, ich sorge mich um dein Gewissen, Maria. Ich meine, du bist die Katholikin von uns beiden. Also mein Gewissen, das gehört immer noch mir. Das regle ich schon. Dazu brauche ich weder einen Herrn Wojtyla noch einen Herrn Sven. Dich brauche ich zu ganz was anderem. Leider. Nina Näschen, das steht. Nina Näschen. Oh, komm, noch ein bisschen mehr, Nina Näschen. Nein, nicht so viel, Nina Näschen. Okay. Gut. Das ist gut. Das ist so toll. Gut wie Würstchen. Wissen Sie, wie dieses Bärchen heißt? Hello.
Was ist denn jetzt aber so schlimm an einem unbekleideten Busen? Ja, das habe ich also auch ziemlich ausführlich dargelegt. Deswegen frage ich, ja. Weil Sie das also fast mit dem Untergang des Abendlandes gleichsetzen. Ja, das ist ein paar. Da war ein Herr. Hinter dem Vorhang muss ich schreien, in die Blumen anbieten. Wie im Separé? Ja, kaufen die da auch? Ja, da war ein Herr, der hat Rosen viel gekauft. Steht auf, ich drehe mich beschämend um. Da muss ich mit meinen Rosenstielen an der Tischdecke hängen geblieben. Da ist ein Glas Sekt umgefallen. Und das sagte der Herr war unter Nase und da sagte der Herr. Frau Berger, es wird immer so viel hergemacht, dass man sagt, also Senta Berger ist eine der ganz wenigen Schauspielerinnen, die schön ist und außerdem noch intelligent. Stimmt das wirklich oder ist das nur ein Vorurteil? Nicht, dass sie auch intelligent. Es wird ja immer schöner. Ja, ich weiß. Man, ach, das ist toll. Darf ich die Frage nochmal stellen? Ja. Ich muss zwei Feststellungen machen. Erstens, es hieß nass und nicht nackt. Und zweitens, es war doch, nass vom Sex. Doch, er war nackt und nass. Ja. Ich versuch. Ja. Ein Dusch. Jetzt sind wir spätestens raus. Das ist ausgeblendet. Und da sagte der Herr ganz trocken. Das heißt, der Mensch wird immer mehr unter dem Gesichtspunkt seiner Sexualität als reines Sexwesen, ob jetzt Sexobjekt oder jetzt Zuschauer, also jetzt jemand, der auf diese, auf den Sex anspricht, gesehen. Und für mich ist das mit der Frau in der Küche. Ich kann das nicht aussagen. Ich habe das auf einem Zettel. Eine Frau gehört an den Herd. Manchmal kam man gar nicht weiter mehr. Weil sie im Wohnzimmer nur stört. Sepp, ich bin's, die Maria. Du sag mir, Sepp, was hast denn du heute Abend noch so vor? Ich? Auch nicht. Ja, dann schaust du halt noch rüber. Auf einen Sprung. Ja, jetzt gleich. Gut. Also das ist dieser Vorteil mit diesen Pfarrer, gell? Da spart man sich das Beichten, weil da war ja eh dabei. Ja. Also wenn man sich heute über die Privaten beklagt, muss man sagen, die Sünden waren schon vorher da. Tutti frutti ins Elterswasser, ne? Tutti, ja. Wir haben die Frage, ich würde kaputt gehen in so einer Röhre. Also es würde auch jetzt nicht aussehen, aber ich würde von der Platzangst her auch. Da müsstest du es versuchen. Du würdest aber auch gar nicht reinpassen. War aber kalt. Kommt auf die Röhre an. In die Röhre nicht, die müsste schon das Format haben. Bitte? Vom Kölner Dom. Aber dann, aber wirklich das, ich meine, die müssen ja oben reingelassen haben und dann Wasser drauf. Wer macht sowas mit? Aber war das damals, war das sexy? Für mich ist das so. Das war ja, glaube ich. Ja, da ist halt eine Frau in so einer Röhre. Das war ja, glaube ich, Bananas, was ich sowieso nie verstanden habe. Das war ja eigentlich eine Sketch-Show, wo dann zwischendurch Musik gespielt wurde und dann musste aber auch aus dramaturgischen Gründen immer noch irgendwer blank ziehen. Wie das aber zusammenhing, hat man eigentlich nie so richtig kapiert. Also, muss doch Hauptsache, Quatsch, das war so. Was? Ja, man hat es so hingenommen, wir hatten ja nichts. Aber am besten fand ich die Frage an Senta Berger. Sind ja. Sie schön und auch klug? Wie kann das denn sein eigentlich? Was soll die jetzt antworten? Nein, ich bin nur schön, aber doof. Ja. Aber das hat man auch so schön an der Mimik gesehen. Weil ich beschreibe einfach und ich glaube, dass die einzige Art für die Frauen zu sein momentan ist, gegen sie zu sein. Das klingt ein bisschen absurd, ich weiß, aber die Frauen sind nicht definiert. Man erzählt ihnen so komische Märchen über sich. Man erzählt von der Mutter, die sich immer aufopfert. Man erzählt von der Sklavin des Mannes. Man sagt immer, in dieser von Männern beherrschten Welt. Ich oder mache man gerne sagt, Fernsehen. Am liebsten natürlich für den WDR.
Denn nur hier beim WDR werden die heißen Frauenthemen auch rücksichtslos auf den Tisch geworfen und so richtig ordentlich durchgenommen. Wenn im Jahre 2000 nicht die Männer abgeschafft werden, sondern... Oh nein, wenn es bis dahin so wäre, dass man Emma nicht mehr brauchen würde. Also eine kämpferische Zeitschrift. Ja, da sind Sie natürlich Optimist. Das finde ich auch. Schön wäre es, wenn im Jahr 2000 Menschen Menschen sein könnten und nicht ein Etikett hätten, wo sie Frauen und Männer sind. Baumärkte machen riesen Umsätze jetzt. Wegen 50 Shades of Grey. 20% auf alles, außer Ledergeschirre. Ey, jeder Dritte dübelt sich jetzt eine Liebesschaukel in den Heizungskeller. Ey, dieser Sekretärin-Porno hat ganze Ehen aus den Angeln gehoben. Bei der Andrea im Sexshop, diese ganzen Klemmen so für die Nippel, ne? Diese ganzen Dinger, da kostet ja ein Set also ein irres Geld. Beim Obi, wisst ihr, was ich da gefunden habe? Hier diese duften Garten-Tischdeckenbeschwerer. Ne? Klemm ich mir dann so da dran, ne? Ich meine, das Auge isst ja auch mit, ne? Ich hab doch keinen Bock, vorher einkaufen zu gehen. Das ist doch voll der Aufwand, oder? Da muss ich ja schon geil in den Baumarkt gehen. Oh, geil, guck mal hier. Guck mal hier die Schraube, geil. Aber es ist ja eigentlich sehr konsequent, dass wir eine Runde über Frauen im Fernsehen mit einer Sequenz eröffnen, wo in Schwarz-Weiß einer Frau erstmal in den Arsch getreten wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen früh emanzipatorischen Ansatz gefunden haben. Denn sie hatte erstmal die Rache, die nicht auf dem Fuß, aber auf dem Gesäß folgte. Ja. Und er musste immerhin vorher, um sie zu demütigen, beim Maßschneider vorbeischauen. Perfekt frisiert, super gestylt, offensichtlich ein Ehepaar oder ein Geschwisterpaar sogar. Oder beides. Das erinnert mich an die Frage, die Christine Westermann bei Zimmerfrei mal Merit Becker stellte, ob sie, wenn sie was ausgefressen hätte, in der Jugend von Ben auch ordentlich gedeckt worden wäre. Das ist ja fast zu viel Information, muss man sagen. Wirklich. Es ist... Boah, jetzt kommen die Männerwitze, Leute. Ich fasse es nicht. In der Sendung über Frauen. Bianca. Esther Villava, 74. Weißt du noch, was damit anzufangen? Nein, gar nichts. Sie sah schön aus. Esther Villar? War das nicht die, die gerade auf den Arsch getreten wurde? Nein! Wer ist Esther Villar? Auf den Arsch getreten wurde, war eine namenlose Hofrau. Wer ist denn Esther Villar war die, wo Esther Villar eingeblendet wurde. Ja, sehr gut. Aber erklär mir doch mal, was Esther Villar gemacht hat. Als Hilfe. Lass dir bitte die Bianca in Ruhe. So, was hat die Frau gemacht? Reißt euch zusammen, ihr alten Böcke. Das muss man poetisch machen. Esther Villar trat an in grauer Zeit, um eine Lanze für den geknechteten Mann zu brechen. Sie schrieb ein Buch, das damals die Hitparaden der Bücher anführte, aber es gab dabei nichts, was, wie heißt sie nochmal, die Steuerhinterzieherin? Alles Schwarzer gefallen hätte. Danke, danke. Und das Buch, das hieß Der dressierte Mann. Und es zeigte uns, was eine israelische Schrittstellerin so drauf hat. Ich hätte nicht kann. Und jeder Mann wünschte sich zum Weihnachtsfest ein Exemplar davon auf den Gabentisch. Oh, du Fröhliche. Unfassbar. Danke. Ich kann nicht klatschen. Ich danke für die Erklärung. Wer von euch vieren hat dieses Buch gelesen? Habt ihr es alle vier gelesen? Text geschrieben, Entschuldigung. Ich war alt genug, hab's aber nicht gelesen. Da war ein sauberer Stab dran, noch mal anderen. Also wenn ich es nicht kenne, habt ihr es gelesen? Natürlich. Habt ihr es gelesen, das Buch? Ihr braucht es nicht lesen, es wird ja dort nur gesprochen. Der dressierte Mann. Ja. Als Buch, lesen. Ja. Sehr gut. Es wurde so viel drüber gesprochen, dass es niemand lesen brauchte. Ich hatte mir eher Gedanken über Ali Schwarzer gemacht und die Dioptrienzahl.
Ja, das ist wirklich beängstigend. Aber Alice Schwarzer Witze wären, als ich beim Fernsehen angefangen, undenkbar gewesen. Gerade ja. In Köln. Das wäre. Das Rad wäre auch ja. undenkbar gewesen, als du beim Fernsehen angefangen hast. Und trotzdem fahren jetzt alle mit Autos rum. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Meine Damen und Herren, hier ist das Fernsehen des Nord- und Westdeutschen Rundfunkverbandes in Köln. Sie sehen heute die dritte Folge unseres Quiz-Turniers Hart auf Hart. So, Herr Lau, Sie wissen 3 Minuten. Wählen Sie bitte Nummer 333. Hallo? Hallo? Ich starte mit einem Ihrer Wissenschaftler. Der andere bleibt als Sicherheitsgarantie für meine Mannschaft vorläufig an Bord. Gut. Starten Sie. Mario Lanzett 1 fertig machen. Commander, wollen Sie wirklich allein? Was heißt, ich will? Die wollen. Wenn man wenigstens wüsste, wer Ihre Partner sind oder wie Sie sind. Wem haben Sie telefoniert? Mit der Dame rechts. Mit der Dame rechts. Ich werde Ihnen noch nicht sagen, ob Sie richtig oder falsch geraten haben, sondern Ihre Telefonpartnerin wird es Ihnen nachher selbst sagen. Wollen Sie damit sagen, dass die Männer auf Kroma nur Gärtner sein dürfen? Gärtner oder Techniker, auch Wissenschaftler, Spezialisten, auch Paradesoldaten. Wenn man eine Ehrenkompanie braucht. Ja, das haben wir Ihnen gelassen. Das ist harmlos. Außerdem können Sie natürlich wesentlich dazu beitragen, das Leben angenehm zu machen. Karate. Sie kriegen Handgelenke wie Metall. Sie werden zur Granate und sind gewappnet gegen Überfall, Gewalt und Attentate. Und darum hilft es ihnen überall, jawohl, Madame Karate. Übrigens, Herr Kandidat, komm. Bitte. Wer war das? Sie. Wer? Sie. Sie. Sie dürfen jetzt mit ihr sprechen. Mit wem zum Teufel? Ich will jetzt endlich den Boss sehen, den Obersten, versteht ihr, den Chef? Sie wollten mit mir sprechen, Commander McLean. Was denn Sie sind? Ich bin, wie Sie es nennen, der Chef. Der Oberste? Na, wann sind Sie denn dran? In einer halben Stunde ungefähr. Ach, dann sehen Sie die beiden Schnellrechner. Ja, sicher. Was rechnen Sie denn so alles aus? Ja, was können wir machen? Zum Beispiel den Wochentag Ihrer Geburt, wenn Sie mir das genaue Datum geben, bitte. Na, also ich zum Beispiel 20.39. Noch einen Samstag. Kroma bestimmen die Frauen, was geschieht? Das ist unglaublich. Wir machen ganz gute Erfahrungen damit. Möglich, bisher vielleicht. Aber seit Sie auf die Idee gekommen sind, die Sonne künstlich anzuheizen... Das war eine Idee unserer Wissenschaftler. Wenn wir Rechner und Tüftler brauchen, sind wir auf Männer angewiesen. Und wie viel ist 98 mal 37? Das ist 3.626. Das stimmt auch. Tatsächlich stimmt. Wie viel ist 98 mal 76? 7.448. Und 547 mal 42. Meine Damen und Herren, Sie sind vom Nord- und Westdeutschen Rundfunkverband Köln. Die Sendung 2 mal 2 ist 4 mit Henk, Ike und Wim Klein. Kamera Erdspann. Claudia Doreen! Claudia Doreen! Da warst du auch in die Folie. Claudia Doreen, ich meine, es gab Jane Mansfield, es gab Brigitte Bardot, es gab Chuchi. Marilyn Monroe, es gab Lauren Bacall, es gab alles. Aber Claudia Doreen, das war die Sexbombe im Vorabendprogramm Wohnzimmer des WDR-Sendegebiets. Claudia Doreen, wenn sie sagte, und nun sehen Sie die dritte Folge unseres französischen Krimi. Oh. Da sprach unsere ganze Familie mit Krimi. Für mich war das Highlight in der Matz gerade, wie lange Schönherr in Raumpatrouille Orion braucht, um zu akzeptieren, dass die Frau da irgendwas zu sagen hat. Ja. Wir wirklich das dritte Mal noch. Nee, im Ernst jetzt, wann kommt der Chef? Komm jetzt. Jetzt mal wirklich. Komm. Durchaus nicht zum Scherzen zumute. Im Jahr 4000, das muss man sich vorstellen. Jetzt mal runter bei den Fischen. Wo ist der Boss? Genug. Aber Thorsten, was schreibt das Drehbuch? Ja, die Frauen haben die Macht übernommen. Der Rosenbauer hat schon im Satz gemerkt, dass er gerade totale Scheiße redet. Ja. Und wollte am liebsten noch mal reinkommen und die Sendung neu anfangen. Nee, ich glaube aber, dass der
Rosenbauer gedacht hat, dass er hier so quasi als verspäteter APO-Vertreter der Frau, die sich im Filmgeschäft etabliert hat und sogar in Italien mit größeren Stars dreht und Marcello Mastroianni geküsst hat vor laufender Kamera, der wollte er noch so ein bisschen einen mitgeben, weil er doch irgendwie kulturkritischer drauf war, als es ein festangestellter WDR-Redakteur normalerweise ist. Was ist mit dem Pelz, den Senterberger anhatte? Eklig? Der Pelz? Der Pelz. Die hat den Pelz. Entweder hat sie den Pelz oder sie hat sehr einen haarigen Hals. Aber ich würde sagen, ich glaube, das war ein Pelz, oder? Wollen wir mal Letzteres hoffen? Ja. Besser wär's. Hatte sie die 17-Uhr-Rasur vergessen. Das passiert schon mal. Wenn er schon lange tot war, heutzutage ist das einfach Fake Fur. Ich glaube, damals waren die noch nicht so weit, gute Fake Furs zu machen. Das ist ein Gespräch, das ins Nichts führt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Da gibt's aber eine extra. Ja, das ist doch ein Film. Denke nur, packen Sie aus! Kommt den Bericht heute Nachmittag. Ich diktiere gerade das Schlusswort. Sie können sich darauf verlassen. Auf Wiederhören, Herr Generaldirektor. Wo waren wir stehen geblieben? Sie haben eben meine Bluse aufgeknöpft und Ihre rechte Hand war unter meinen Rock gerutscht. Ich bitte, die Störung zu entschuldigen, aber mein Ei ist wieder hart wie Kruppstahl. Versteht nicht, meine Eier sind weich. So weich wie Ihre Boxerbirne, das sind Rühreier, Sie Mülleimer Casanova. Und ich habe überhaupt noch nicht zum Frühstück bekommen. Seit dieser Hudenlümmel im Hause ist, gelten Opa und ich überhaupt nicht mehr. Da soll noch einer abstreiten, dass ich Zärtlichkeiten brauche. Komm, mein Täubchen, lass uns noch ein bisschen. Zu wenig Liebe. Ich muss mindestens 10-mal die Woche Liebe haben. Andernfalls könnte ich nicht mehr die volle Leistung am Hochseil bringen. Naja, dann trag mich mal Donnerstag für 2-mal ein. Den Rest musst du dir dann im Ensemble zusammensuchen. Beim Ständer unserer Bemaßung. Richtig, also bei eingehender Massage? Nein. Ich kann einfach nicht, also ich kann einfach nicht. Aber ich frage mich bei so Sachen dann immer, was hat sich der Redakteur, diese Frau, die aus diesem Fotoautomat nackt heraus, was soll das? Das ist Ingrid Steger. Das ist eine Frau, die für den deutschen Sexismus mehr getan hat als jeder andere. Das ist eine deutsche Hochkultur ist das. Das ist ja eine schöne Szene. Aber also das war so. Was hat das mit euch gemacht damals? Ja, aber schätz mal. Da kommst du nie drauf. Dasselbe wie heute. Da kommst du nie drauf. Aber das ist doch nicht geil. Also wer doof mit was? Elf fand ich das, ist geil. Doch nicht geil. Ich fand das ja, wie bitte, was ist denn dann geil? Das ist eine schöne Frau, die halt halbnackt aus dem Fotoautomaten kommt. Ja.
Der so Foto war die Zeit damals. So. Also du musst die Welt droht unterzugehen, weil die haben die Sonne angeheizt und zwar falsch. Ja? Also aber das war die Idee der Männer. Natürlich. Natürlich. Aber die Namen damals bei Orion, fand ich, das war meine Kindheit, wirklich Erweckung im Fernsehen, fand ich so großartig. Tamara Jagiellowska. Das war ja die Aufsichtsbeamtin des Galaktischen Sicherheitsdienstes. Großartig. Weil Cliff Alistair McLean so über die Sprüche sammelt mit Atan Shubashi, seinem Bordadministrator. Jetzt muschel doch nicht so. Und Helga Legrell, der Funkerin, und Mario Girotti, der von großartigen, unvergleichlichen Wolfgang Völz gespielt wurde. Ja. Und das war das Team. Und Friedrich G. Beckhaus war auch noch mit am Start. Und all diese großen Künstler hatten also immer irgendwie Scheiß gebaut. Dann hieß es, wenn ihr nochmal auf große Fahrt gehen wollt, müsst ihr natürlich die Beamtinnen, Aufsichtsbeamtinnen des Galaktischen Sicherheitsdienstes Tamara Jagiellowska mitnehmen. Aber sie wurde ihrerseits wieder gesteuert, und da spreche ich von Oberst Villar. Also, Bettina, du hast gefragt. Friedrich Jodorf, ja, ganz klar. Du hast gefragt. Ja. Fest steht, wenn bei Google die Server abschmieren, kommst du in Jogginghose angelaufen. So was ist. Es tut mir leid, aber ihr habt einfach alle meine Leidenschaftspunkte zielgerecht getroffen. Uns tut es auch leid mittlerweile, weil das ist wirklich ein Wissen, dass man sich unzulänglich vorkommt. Man müsste aber nochmal über die Titelmusik von Raumpatrouille reden. Von Peter Thomas. Großartig. Provozieren Otto Weiß, der das Semmendorfer-Solo gespielt hat. Bitte was? Otto Weiß hat das Semmendorfer-Solo. Hör doch auf. Der Otto Weiß? Wer ist das? Das war der langjährige, der war später langjähriger Begleitpianist von Roberto Blanco. Wer wüsste es nicht? Hatte ich ein Poster von dem Bett. Und den habe ich kennengelernt in einem Hotel im Bayerischen Hof, habe ich ihn interviewt, weil ich große, verdiente deutsche Musiker interviewt habe. Und dann kam ein sehr kleiner Mann auf mich zu, und der hatte es gestellt. Andere Männer, wenn sie größer werden, nur das machen sie Torero absetzen. Er hatte so ein Toupet auf dem Kopf. Ein Mörder-Toupet. Typisches Hammond-Orgel-Solo bei Raumpatrouille. Wer merkt das selber? Ich gehe jetzt. Ich habe es selber gemerkt. Tag für Tag, verehrte Zuschauer, verrichten wir mehr oder weniger unbewusst einige Verrichtungen, die uns allen wohl vertraut sind, weil eben alltäglich. Fernsehen. Zum Beispiel. Beim Fernsehen unterscheiden wir zunächst einmal zwei Wirkungsmächte, die auf den Konsumenten einwirken. Die akustische und die optische. Was kostet das denn? Ach, das hättest du schon erschwingen können. Ja. Was, so viel? Ja, ich muss doch aber eine Menge abgeben, Junge. Eine alleinstehende Frau wie ich mit einem so riskanten Job. Man braucht doch jemanden, der mich beschützt. Dafür muss ich natürlich etwas davon abzweigen. Ja, ich kapiere schon. Sowas nennt man, glaube ich, Zuhälter, ne? Start. Alle mal hier. Es gibt wieder Wahlen. Und der Sozi geht um. Robidibum. Beschließt ja eure Türen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie als Hausherr des Komödiens begrüßen kann. Darf ich Ihnen Ihre Eintrittskarte überreichen? Und man fragt, was will denn die Partei? Denn ein Sieg in 12 Ländern und mit 50% macht endlich mich frei. Das Schöne ist eben, du stehst in der Früh auf und siehst dich im Spiegel an und sagst, Mensch, hast wieder einen Bauern subventioniert. Das ist schon hat gesagt, es gibt einem was. Oder in der Entwicklungshilfe oder in der Kultur. Überall ist jetzt unsere Hände Arbeit einfach mitbeteiligt. Hände Arbeit. Heißt die Frau auf eine einzelne Formel gebracht? Erziehung zu einem kritischen und sparsamen Wahlgebrauch. Man soll wirklich ein- und ausschalten. Geht es noch leichter? Der beste Fernsehzuschauer sollte also immer derjenige sein, der bewusst nur das sieht, was er wirklich sehen will. Ui. Ja, Bianca, was macht das mit dir? Das, Oder welche Rolle spielt Lore Lorenz in deinem bisherigen Leben? Bis eben hat mir Lore Lorenz nicht viel gesagt, tatsächlich. Ja, Kabarettistin, aber damals war Kabarett noch richtig Arbeit. Also, das Komödchen in Düsseldorf war ein Spitzen. Da konntest du nicht einen Ziegenwitz machen und dann war es im Fernsehen, da musstest du richtig was tun. Da musst du noch was überlegen. Ja. Aber Kabarett war auch immer
finde ich, im damaligen Fernsehen ein Vehikel für wirklich starke und dominierende Frauenfiguren. Ursula Herking hat angefangen damit. Ja, die waren aber in der Minderheit. Noack von der Lach und Schieß, hier Lore Lorenz. Götz. Bitte? Es waren doch ganz wenige Frauen. Ja, aber die dominierten diesen Typus. Wenn die Noack von der Lach und Schieß was sagte oder Lore Lorenz, das hatte wirklich ein Manifest. Ja, das war Minderheitenschutz. Hat mir Lore Lorenz nicht viel gesagt, tatsächlich. Ja, Kabarettistin, aber das war damals war Kabarett noch richtig Arbeit. Also, das Komödchen in Düsseldorf war ein Spitzen. Da konntest du nicht einen Ziegenwitz machen und dann war es im Fernsehen, da musstest du richtig was tun. Da musst du noch was überlegen. Ja. Aber Kabarett war auch immer, finde ich, im damaligen Fernsehen ein Vehikel für wirklich starke und dominierende Frauenfiguren. Ursula Herking hat angefangen damit. Ja, die waren aber in der Minderheit. Noack von der Lach und Schieß, hier Lore Lorenz. Götz. Bitte? Es waren doch ganz wenige Frauen. Ja, aber die dominierten diesen Typus. Wenn die Noack von der Lach und Schieß was sagte oder Lore Lorenz, das hatte wirklich ein Manifest. Ja, das war Minderheitenschutz. Charakter. Ja, war klasse. Wie fandst du das? Ja, nein, jetzt ziehst du halt von mir aus den Bräser an, wenn du Angst hast. Angst. Ich meine, ich sorge mich um dein Gewissen, Maria. Ich meine, du bist die Katholikin von uns beiden. Also mein Gewissen, das gehört immer noch mir. Das regle ich schon. Dazu brauche ich weder einen Herrn Wojtyla noch einen Herrn Sven. Dich brauche ich zu ganz was anderem. Leider. Nina Nesen, das ist Nina Nesen. Oh, Nina. Komm, noch ein bisschen mehr Nina Nesen. Nein, nicht so viel Nina Nesen. Gut. Das ist gut. Das ist so gut wie Würstchen. Wissen Sie, wie dieses Bärchen heißt? Was ist denn jetzt aber so schlimm an einem unbekleideten Busen? Ja, das habe ich also auch ziemlich ausführlich dargelegt. Deswegen frage ich, ja. Weil Sie das also fast mit dem Untergang des Abendlandes gleichsetzen. Ja, da war ein Herr. Hinter dem Vorhang muss ich schreien, die Blumen anbieten. Im Separé? Ja, kaufen eine Bar. Ja, da war ein Herr, der hat Rosen viel gekauft. Steht auf, ich drehe mich beschämend um. Da muss ich mit meinen Rosenstielen an der Tischdecke hängen geblieben. Da ist ein Glas Sekt umgefallen. Und das sagte der Herr war unter Nase und da sagte der Herr. Frau Berger, es wird immer so viel hergemacht, dass man sagt, also Senta Berger ist eine der ganz wenigen Schauspielerinnen, die schön ist und außerdem noch intelligent. Stimmt das wirklich oder ist das nur ein Vorurteil? Nicht, dass sie auch intelligent. Es wird ja immer schöner. Ja, ich weiß. Das ist furchtbar. Darf ich die Frage nochmal stellen? Ja. Ich muss zwei Feststellungen machen. Erstens, es hieß nass und nicht nackt. Und zweitens, es war doch, nass. Doch, er war nackt und nass. Spätestens raus, das ist mir ausgeblendet. Und da sagte der Herr ganz trocken. Das heißt, der Mensch wird immer mehr unter dem Gesichtspunkt seiner Sexualität als reines Sexwesen, ob jetzt Sexobjekt oder jetzt Zuschauer, also jetzt jemand, der auf den Sex anspricht, gesehen. Und für mich ist das Frau in der Küche, ich kann das nicht aussagen, ich habe das auf einem Zettel. Eine Frau gehört an den Herd, manchmal kam man gar nicht weiter mehr, weil sie im Wohnzimmer nur stört. Sepp, ich bin's, die Maria. Du sag mir, Sepp, was hast denn du heute Abend nicht so vor? Ich? Auch nicht. Ja, dann schaust du halt noch rüber, auf einen Sprung. Ja, jetzt gleich, gut. Also das ist dieser Vorteil mit diesen Pfarrer, gell? Da spart man sich das Beichten, weil da war ja eh dabei. Ja.
Also wenn man sich heute über die Privaten beklagt, muss man sagen, die Sünden waren schon vorher da. Tutti frutti ins Elterswasser, ne? Tutti, ja. Wie haben die die Frau? Ich würde kaputt gehen in so einer Röhre. Also es würde auch jetzt nicht aussehen, aber ich würde von der Platzangst her auch. Da müsstest du es versuchen. Du würdest aber auch gar nicht reinpassen. War aber kalt. Kommt auf die Röhre an. In die Röhre nicht, die müsste schon das Format haben. Bitte? Vom Kölner Dom. Aber dann, aber wirklich das, ich meine, die müssen ja oben reingelassen haben und dann Wasser drauf. Wer macht sowas mit? Aber war das damals sexy? Für mich ist das so. Das war ja, glaube ich. Ja, da ist halt eine Frau in so einer Röhre. Das war ja, glaube ich, Bananas, was ich sowieso nie verstanden habe. Das war ja eigentlich eine Sketchshow, wo dann zwischendurch Musik gespielt wurde und dann musste aber auch aus dramaturgischen Gründen immer noch irgendwer blank ziehen. Wie das aber zusammenhing, hat man eigentlich nie so richtig kapiert. Also, Hauptsache, das war so. Was? Ja, man hat es so hingenommen, wir hatten ja nichts. So, am besten fand ich die Frage an Senta Berger. Sind ja. Sie schön und auch klug? Wie kann das denn sein eigentlich? Was soll die jetzt antworten? Nein, ich bin nur schön, aber doof. Ja. Aber das hat man auch so schön an der Mimik gesehen, weil der Rosenbauer hat schon im Satz gemerkt, dass er gerade totale Scheiße redet. Ja. Und wollte am liebsten noch mal reinkommen und die Sendung neu anfangen. Nee, ich glaube aber, dass der Rosenbauer gedacht hat, dass er hier so quasi als verspäteter APO-Vertreter der Frau, die sich im Filmgeschäft etabliert hat und sogar in Italien mit größeren Stars dreht und Marcello Mastroianni geküsst hat vor laufender Kamera, der wollte er noch so ein bisschen einen mitgeben, weil er doch irgendwie kulturkritischer drauf war, als es ein festangestellter WDR-Redakteur normalerweise ist. Was ist mit dem Pelz, den Senta Berger anhatte? Eklig? Der Pelz? Der Pelz, die hat den Pelz, entweder hat sie den Pelz oder sie hat sie einen haarigen Hals. Aber ich würde sagen, ich glaube, das war ein Pelz, oder? Wollen wir mal Letzteres hoffen? Ja, besser wär's. Hatte sie die 17-Uhr-Rasur vergessen. Das passiert schon mal. Wenn er schon lange tot war, heutzutage ist das einfach Fake Fur. Ich glaube, damals waren die noch nicht so weit, gute Fake Furs zu machen. Das ist ein Gespräch, das ins Nichts führt. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Da gibt's aber eine extra. Gib uns doch einen Film. Denke nur, packen Sie aus! Bekommen den Bericht heute Nachmittag. Ich diktiere gerade das Schlusswort. Sie können sich darauf verlassen. Auf Wiederhören, Herr Generaldirektor. Wo waren wir stehen geblieben? Sie haben eben meine Bluse aufgeknöpft und Ihre rechte Hand war unter meinen Rock gerutscht. Ich bitte, die Störung zu entschuldigen, aber mein Ei ist wieder hart wie Kruppstahl. Versteht nicht, meine Eier sind weich. So weich wie Ihre Boxerbirne, das sind Rühreier, Sie Mülleimer Casanova. Eine neue Waschmaschine, ne? Die macht im Schleudergang, macht die 1500 Umdrehungen. Lisbeth, pass auf, das gibt dir nur den Rest, du. Ja, das will ich wohl meinen, die war auch teuer genug. Ne? Ja, war die teuer? Ja, aber weißt du, was das Schönste ist? Nee. Waschen tut die auch. Ja. Hallo Dolly, freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns. Bleiben Sie einen Augenblick hier. Wer hatte denn jetzt was? Noch einmal bitte die Schilder, die Sie gerade hatten. Aha. Der war einzig... doch dann die Größte, ne? Ja. Nicht die aber er hat sich das wirklich mit der Körpergröße ja. Ja, ich habe mich in meinem Freundinnenkreis umgesehen und da war keine Idealbrust dabei. Was immer das heißt. Aber ich bin dafür, dass wir hinschauen. Und gerade auch wir Frauen hinschauen auf das, was ist. Und wenn also junge Paare kommen, die müssen sich zum Beispiel ausziehen. Und die müssen sich ausziehen? Ja, naja, es ist natürlich so, ich zwinge sie nicht dazu. Es geht ja darum, dass sie was lernen. Und man kann bestimmte Dinge einfach nicht zeigen, wenn jemand angezogen ist. Ja. Ja, also die Blastechnik und so, was die Frauen dann auf den Mann übertragen, geht schlecht, wenn der noch eine Hose anhat, ja. Klasse, denke ich, der ist genau mein Typ, gar nicht übel gebaut und geistig etwas trüb und ich frag, hör mal, Darling, jetzt wird es wirklich wissen, ich mein, wenn ich dir jetzt die Wahrheit sag, dann wirst du was vermissen hinterher, mein ich, wenn du dann mit zu mir gehst und ich mich schließlich ausziehe, du bedröppelt dastehst und dir vorkommst wie ein Ochse im Regen bei Gewitter, denn glaub mir, Baby, ich bin ein Zwitter. Ich mache mir Notizen, morgen mal die Fruchtzwergebecher ausspülen. Ansonsten... Wie traurig ist diese Nummer?
Bitte? Wie traurig ist diese Nummer? Welche von den Nummern meinst du? Welche meinst du jetzt? Mit den Bechern. Ja. Also wie traurig ist der Kontrast mit Dolly Buster und dann der Frau mit den Bechern? Die ich hätte gerne Dolly Buster mit den Bechern. Ich hatte nur Augen für die Unterarmbehaarung. Ja, also hätte Dolly Buster die Nummer jetzt mit zwei Eimern gemacht, wäre es nicht besser geworden. Nee. Es ist. Wer war das? Warum war das? Eine Kabarettistin, die im Kern recht hat natürlich, aber seine Brüste zu akzeptieren, würde mir jetzt auch auf dem DIN A4-Blatt reichen. Trotzdem immer wieder, also Achseln, man sollte sich, Axel ist ein schöner Herrenvorname, man sollte sich auch ab und zu mal rasieren. Das hat mich mehr abgelenkt als die Brüste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mache ja ein Kompliment für die Idee ihres Sketches, aber das hätte man etwas freudvoller. Das war so verloren und so traurig. Ja, so war Köln damals. Verloren. Es war verloren und traurig. Ja. Mir hat vorhin jemand erzählt, dass diese Frau, die diese Liebesschule hat und die von der Lippe was von Blastechnik erzählt, dass die heute noch diese Schule hat. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Echt? Das dünnt den Klientenkreis so ein bisschen aus. Irgendwo, das geht dann. Wir fangen jetzt an, sexistisch zu werden. Das ist nicht in Ordnung gerade. Das ist auch Quatsch mit der Nummer von Rosa K. Wirtz. Sie war damals wirklich gut. Das war einfach natürlich, mal... Wir nehmen das zusammengerissen. Das ist über 20 Jahre her. Und damals gab es sowas nicht. So eine Kritik an dem, wie man Frauen sah und wie man auch Busen betrachtete. Vorher Klimbim. Ja, mit Ingrid Steger, die darauf reduziert worden ist. Und das hat Rosa K. Wirtz total ironisiert. Und dann sind die Männer, so wie ihr heute noch, 25 Jahre später, so, oh, das ist doch ganz traurig. Hätten wir die ganze Nummer gesehen in so einer fluffigen Revue, da hätten wir völlig anders reagiert. Erstmal war es mit 20 Jahren Verspätung. Das war ja fast 20 Jahre nach Klimbim. Von daher war der politische Impetus wahrscheinlich eher schwach. Oh, bin ich froh, dass du da bist. Sonst hättest du das gesagt, ne? Seit wann reden Götz über Politik, Leute? Das sollte er lassen, gern Klavier, Götz. Ja, sagt meine Frau auch immer. Wen trifft Petra Schürmann? Frau Schürmann. Du bist gegen roten Teppich, aber rutscht auf dem Ding. Es ist aber noch niemand hingeschlagen in 144 Sendungen, aber er rutscht ein bisschen. Er rutscht schon ein bisschen. Aber das haben wir schon mal geschafft. Hier wären wir schon mal ganz standfest. Ja. Frau Schürmann, der Fragebogen. Alter? Bitte. Also ich meine, ich bin doch kein Auto, ich sage doch kein Baujahr. Macht es überhaupt Sinn, dass eine Frau sich sagt, ja, ich habe Lust, an die Spitze einer solchen Männerbündelei zu gehen? Also ich denke mal, dass der Gleichberechtigungsgrundsatz aus unserem Grundgesetz dann auch mit sich bringt, dass Frauen dabei sind und ich hoffe in Zukunft auch mehr. Und deshalb würde ich die Politik nicht als Männerbündelei empfinden. Wir müssen uns ja immer wieder zur Wahl stellen. Und ich weiß zumindest, dass Wesen beider Wir müssen näher ran. Ich merke schon, wir haben noch nie Mauer gesprüht. Im Gegensatz zu Frau Hambrücher. Nein, das ist ja... Das geht aber nicht. Lesen. Doch, ich kann das lesen. Haben eine, wie sagt man, arbeitsreiche Jugend gehabt. Und somit haben wir überhaupt sehr spät angefangen, überhaupt mal einen Kuss zu geben. Ja, ich war mindestens 18 Jahre. Ich war 22. Da habe ich gedacht, ich kriege schon eine Kiste. Für den ersten Kuss? Ja. Wie stehen Sie zum Paragraphen 218? Oh Gott, das ist eine ganz schwierige Sache. Und... Wenn jemand aus Bayern kommt, fragt man besser nicht danach. Ich frage ihn gerade deshalb. Ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar, ja. Meine Grundthese ist, und das ist nicht neu, und damit bin ich auch nicht alleine, dass der biologische Unterschied zwischen den Geschlechtern ein Faktor von vielen ist, die einen Menschen ausmachen. Aber dass das nicht einen Menschen definiert und dass dieser biologische Unterschied, der übrigens bis in die Genitalien hinein, die ja so unterschiedlich sein sollen, also fast identisch ist, ja. Also nicht gerade in diesem strengen Sinne, mein Bauch gehört mir, der Ansicht bin ich nicht so ganz, aber es ist eine individuelle Sache. Wem denn? Ja, also ich meine, das Kind ist ja nicht mein Bauch, ne? Naja, das Kind ist ja ein eigenständiges Wesen. Also der Begriff Eigentum fällt dann ganz raus. Ja. Unser Vater war immer daher, wenn Gäste gingen. Und aber ihr habt in frühen Interviews habt ihr immer gesagt, ihr wollt auf jeden Fall auch unberührt in die Ehe gehen. Jetzt haben aber überhaupt nur zwei geheiratet. Ja, was mit den anderen beiden? Wir zwei waren lange liiert und es war auch der Einzige. Das kann man nicht lesen, ne? Liebe ist das Schönste, soll das heißen. Ja. Dass sie mit der Liebe anfangen, hätte ich nicht gedacht. Liebe ist wunderbar. Glauben Sie tatsächlich, eine Frau ist in Bayern nicht durchsetzbar? Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die CSU ihre Besorgnisse und ihre Meinung zum Ausdruck bringt. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass
Die CSU, das habe ich jetzt auch als Generalsekretärin erlebt, eine sehr pragmatische Volkspartei ist und dass die Einheit von CDU und CSU dann uns doch immer wieder auch zusammenführt. Ich beschreibe einfach und ich glaube, dass die einzige Art für die Frauen zu sein momentan ist, gegen sie zu sein. Das klingt ein bisschen absurd, ich weiß, aber die Frauen sind nicht definiert. Man erzählt ihnen so komische Märchen über sich. Man erzählt von der Mutter, die sich immer aufopfert. Man erzählt von der Sklavin des Mannes. Man sagt immer, in dieser von Männern beherrschten Welt. Am liebsten natürlich für den WDR. Denn nur hier beim WDR werden die heißen Frauenthemen auch rücksichtslos auf den Tisch geworfen und so richtig ordentlich durchgenommen. Wenn im Jahr 2000 nicht die Männer abgeschafft werden, sondern, oh nein, wenn es bis dahin so wäre, dass man Emma nicht mehr brauchen würde, also eine kämpferische Zeitschrift. Ja, da sind Sie natürlich Optimist, das finde ich auch. Schön wäre es, wenn im Jahr 2000 Menschen Menschen sein könnten und nicht ein Etikett hätten, wo die Frauen und Männer sind. Baumärkte machen riesen Umsätze jetzt. Wegen 50 Shades of Grey. 20% auf alles, außer Ledergeschirre. Ey, jeder Dritte dübelt sich jetzt eine Liebesschaukel in den Heizungskeller. Ey, dieser Sekretärin-Porno hat ganze Ehen aus den Angeln gehoben. Bei der Andrea im Sexshop, diese ganzen Klemmen so für die Nippel, ne? Diese ganzen Dinger, da kostet ja ein Set also ein irres Geld. Beim Obi, wisst ihr, was ich da gefunden habe? Hier diese duften Garten-Tischdeckenbeschwerer. Ne? Klemme ich mir dann so da dran, ne? Ich meine, das Auge isst ja auch mit, ne? Ich hab doch keinen Bock, vorher einkaufen zu gehen. Das ist doch voll der Aufwand, oder? Da muss ich ja schon geil in den Baumarkt gehen. Oh, geil, guck mal hier. Guck mal hier die Schraube, geil. Aber es ist ja eigentlich sehr konsequent, dass wir eine Runde über Frauen im Fernsehen mit einer Sequenz eröffnen, wo in schwarz-weiß einer Frau erstmal in den Arsch getreten wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen früh emanzipatorischen Ansatz gefunden haben. Denn sie hatte erstmal die Rache, die nicht auf dem Fuß, aber auf dem Gesäß folgte. Ja. Und er musste immerhin vorher, um sie zu demütigen, beim Maßschneider vorbeischauen. Perfekt frisiert, super gestylt, offensichtlich ein Ehepaar oder ein Geschwisterpaar sogar. Oder beides. Das erinnert mich an die Frage, die Christine Westermann bei Zimmerfrei mal Merit Becker stellte, ob sie, wenn sie was ausgefressen hätte, in der Jugend von Ben auch ordentlich gedeckt worden wäre. Das ist ja fast zu viel Information, muss man sagen. Wirklich. Boah, jetzt kommen die Männerwitze, Leute. Ich fasse es nicht. In der Sendung über Frauen. Bianca. Esther Villava, 74. Weißt du noch, was damit anzufangen? Nein, gar nichts. Sie sah schön aus. Esther Villar? War das nicht die gerade auf den Arsch getreten wurde? Nein! Wer ist Esther Villar? Auf den Arsch getreten wurde, war eine namenlose Hofrau. Wer ist denn Esther Villar war die, wo Esther Villar eingeblendet wurde. Ja, sehr gut. Aber erklär mir doch mal, was Esther Villar gemacht hat. Als Hilfe. Lass dir bitte die Bianca in Ruhe. So, was hat die Frau gemacht? Reißt euch zusammen, ihr alten Böcke. Das muss man poetisch machen. Esther Villar trat an in grauer Zeit, um eine Lanze für den geknechteten Mann zu brechen. Sie schrieb ein Buch, das damals die Hitparaden der Bücher anführte, aber es gab dabei nichts, was, wie heißt sie nochmal, die Steuerhinterzieherin? Alice Schwarzer gefallen hätte. Danke, danke. Und das Buch, das hieß Der dressierte Mann.
Und es zeigte uns, was eine israelische Schrittstellerin so drauf hat. Ich hätte nicht kann. Und jeder Mann wünschte sich zum Weihnachtsfest ein Exemplar davon auf den Gabentisch. Oh, du Fröhliche. Einhändig. Unfassbar. Danke. Ich kann nicht klatschen. Danke für die Erklärung. Wer von euch vieren hat dieses Buch gelesen? Habt ihr es alle vier gelesen? Text geschrieben, Entschuldigung. Ich war alt genug, hab's aber nicht gelesen. Da war ein sauberer Stab, war noch ein anderer. Also wenn ich es nicht kenne, habt ihr es gelesen? Natürlich. Habt ihr es gelesen, das Buch? Ich lese es, wird ja dort nur gesprochen. Das, der dressierte Mann. Ja. Das Buch, lesen. Ja. Sehr gut. Es wurde so viel drüber gesprochen, dass es niemand lesen brauchte. Ich hatte mir eher Gedanken über Ali Schwarzer gemacht und die Dioptrienzahl. Ja, das ist wirklich beängstigend. Aber Ali Schwarzer Witze wären, als ich beim Fernsehen angefangen, undenkbar gewesen. Ja, in Köln. Das, das Rad wäre auch undenkbar gewesen, als du beim Fernsehen angefangen hast. Und trotzdem fahren jetzt alle mit Autos rum. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Meine Damen und Herren, hier ist das Fernsehen des Nord- und Westdeutschen Rundfunkverbandes in Köln. Sie sehen heute die dritte Folge unseres Quizturniers Hart auf Hart. So, Herr Lau, Sie wissen 3 Minuten. Wählen Sie bitte Nummer 333. Hallo? Ich starte mit einem Ihrer Wissenschaftler. Der andere bleibt als Sicherheitsgarantie für meine Mannschaft vorläufig an Bord. Gut. Starten Sie. Mario Lanzett 1 fertig machen. Commander, wollen Sie wirklich allein? Was heißt ich will? Die wollen. Wenn man wenigstens wüsste, wer Ihre Partner sind oder wie Sie sind. Wem haben Sie telefoniert? Mit der Dame rechts. Mit der Dame rechts. Ich werde Ihnen noch nicht sagen, ob sie richtig oder falsch geraten hat. Haben, sondern Ihre Telefonpartnerin wird es Ihnen nachher selbst sagen. Wollen Sie damit sagen, dass die Männer auf Kroma nur Gärtner sein dürfen? Gärtner oder Techniker, auch Wissenschaftler, Spezialisten, auch Paradesoldaten. Wenn man eine Ehrenkompanie braucht. Ja, das haben wir Ihnen gelassen, das ist harmlos. Außerdem können Sie natürlich wesentlich dazu beitragen, das Leben angenehm zu machen. Karate. Sie kriegen Handgelenke wie Metall. Sie werden zur Granate und sind gewappnet gegen Überfall, Gewalt und Attentate. Und darum hilft es ihnen überall. Jawohl, Madame Karate. Übrigens, Herr Kandidat, komm. Bitte. Wer war das? Sie. Wer Sie? Sie. Sie dürfen jetzt mit ihr sprechen. Mit wem zum Teufel? Ich will jetzt endlich den Boss sehen, den Obersten, versteht ihr, den Chef? Sie wollten mit mir sprechen, Commander McLean. Was denn, Sie sind... Ich bin, wie Sie es nennen, der Chef. Der Oberste? Na, wann sind Sie denn dran? In einer halben Stunde ungefähr. Ach, dann sehen Sie die beiden Schnellrechner. Ja, sicher. Was rechnen Sie denn so alles aus? Ja, was könnten wir machen? Zum Beispiel den Wochentag Ihrer Geburt. Wenn Sie mir das genaue Datum geben, bitte. Na, also ich zum Beispiel 20.39. Noch einen Samstag. Auf Kroma bestimmen die Frauen, was geschieht? Das ist unglaublich. Wir machen ganz gute Erfahrungen damit. Möglich, bisher vielleicht. Aber seit Sie auf die Idee gekommen sind, die Sonne künstlich anzuheizen... Das war eine Idee unserer Wissenschaftler. Wenn wir Rechner und Tüftler brauchen, sind wir auf Männer angewiesen. Und wie viel ist 98 mal 37? Das ist 3.626. Das stimmt auch. Tatsächlich stimmt. Wie viel ist 98 mal 76? 7.448. Und 547 mal 42. Meine Damen und Herren, Sie sind vom Nord- und Westdeutschen Rundfunkverband Köln. Die Sendung 2x2 ist 4 mit Henk, Ike und Wim Klein. Kamera Erdspann. Claudia Doreen! Claudia Doreen. Da warst du auch in die Folie. Claudia Doreen. Ich meine, es gab Jane Mansfield, es gab Brigitte Bardot, es gab Marilyn Monroe, es gab Lauren Bacall, es gab
Alles, aber Claudia Doreen, das war die Sexbombe im Vorabendprogramm Wohnzimmer des WDR-Sendegebiets. Claudia Doreen, wenn sie sagte, und nun sehen Sie die dritte Folge unseres französischen Krimi. Oh. Da sprach unsere ganze Familie mit Krimi. Für mich war das Highlight in der Matz gerade, wie lange Schönherr in Raumpatrouille Orion braucht, um zu akzeptieren, dass die Frau da irgendwas zu sagen hat. Ja. Wir wirklich das dritte Mal noch. Nee, im Ernst jetzt, wann kommt der Chef? Komm jetzt. Jetzt mal wirklich. Komm. Durchaus nicht zum Scherzen zumute. Im Jahr 4000, das muss ich mir vorstellen. Jetzt mal runter bei den Fische. Wo ist der Boss? Genug. Aber Thorsten, was schreibt das Drehbuch? Ja? Die Frauen haben die Macht übernommen und die Welt droht unterzugehen, weil die haben die Sonne angeheizt und zwar falsch. Ja. Also aber das war die Idee der Männer. Natürlich. Aber die Namen damals bei Orion, fand ich, das war meine Kindheit, wirklich Erweckung im Fernsehen, fand ich so großartig. Tamara Jagiellowska. Das war ja die Aufsichtsbeamtin des Galaktischen Sicherheitsdienstes. Großartig. Weil Cliff Alistair McLean so über die Sprüche sammelt, mit Atan Shubashi, seinem Bordadministrator. Jetzt nuschel doch nicht so. Und Helga Legrell, der Funkerin, und Mario Girotti, der von dem großartigen, unvergleichlichen Wolfgang Völz gespielt wurde. Ja. Und das war das Team. Und Friedrich G. Beckhaus war auch noch mit am Start. Und all diese großen Künstler hatten also immer irgendwie Scheiß gebaut. Dann hieß es, wenn ihr nochmal auf große Fahrt gehen wollt, müsst ihr natürlich die Beamtin, Aufsichtsbeamtin des Galaktischen Sicherheitsdienstes Tamara Jagiellowska mitnehmen. Gespielt für ihren Flug. Aber sie wurde ihrerseits wieder gesteuert. Und da spreche ich von Oberst Villar. Also, Bettina, du hast gefragt. Friedrich Hülloff dargestellt. Klar. Du hast gefragt. Ja. Fest steht... Wenn bei Google die Server abschmieren, kommst du in Jogginghose angelaufen. So was ist. Absolut. Es tut mir leid, aber ihr habt einfach alle meine Leidenschaftspunkte zielgerecht getroffen. Uns tut es auch leid mittlerweile, weil das ist wirklich ein Wissen, dass man sich unzulänglich vorkommt. Man müsste aber nochmal über die Titelmusik von Raumpatrouille reden. Von Peter Thomas. Großartig. Provozieren wir nicht. Otto Weiß, der das Hammond-Orgel-Solo gespielt hat. Bitte was? Otto Weiß hat das Hammond-Orgel-Solo gespielt. Hör doch auf. Das war der langjährige, der war später langjähriger Begleitpianist von Roberto Blanco. Wer wüsste es nicht? Hatte ich ein Poster von überm Bett. Und den habe ich kennengelernt. In einem Hotel im Bayerischen Hof habe ich ihn interviewt, weil ich große verdiente deutsche Musiker interviewt habe. Und dann kam ein sehr kleiner Mann auf mich zu und der hatte es gestellt. Andere Männer, wenn sie größer werden, nur das machen sie Torero-Absätze. Er hatte so ein Toupet auf dem Kopf. Ein Mörder-Toupet. Typisches Hammond-Orgel-Solo bei Raumpatrouille. Wer merkt das selber? Ich gehe jetzt. Ja, merkt ich habe es selber gemerkt. Tag für Tag, verehrte Zuschauer, verrichten wir mehr oder weniger unbewusst einige Verrichtungen, die uns allen wohl vertraut sind, weil eben alltäglich. Fernsehen zum Beispiel. Beim Fernsehen unterscheiden wir zunächst einmal zwei Wirkungsmächte, die auf den Konsumenten einwirken. Die akustische und die optische. Was kostet das denn? Ach, das hättest du schon noch schwingen können. Was, so viel? Ja, ich muss doch aber eine Menge abgeben, Junge. Eine alleinstehende Frau wie ich mit einem so riskanten Job. Ich brauche doch jemanden, der mich beschützt. Dafür muss ich natürlich etwas davon abzweigen. Ja, ich kapiere schon. Sowas nennt man, glaube ich, Zuhälter, ne? Start. Alle mal hier. Es gibt wieder Wahlen und der Sozi geht um. Robidibum. Beschließt ja eure Türen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie als Hausherr des Komödchens begrüßen kann. Darf ich Ihnen Ihre Eintrittskarte überreichen? Und man fragt, was will denn die Partei? Denn ein Sieg in 12 Ländern und mit 50% macht endlich mich frei. Das Schöne ist eben, du stehst in der Früh auf und siehst dich im Spiegel an und sagst, Mensch, hast wieder einen Bauern subventioniert. Das ist schon... Es gibt einem was. Oder in der Entwicklungshilfe oder in der Kultur. Überall ist jetzt unsere Hände Arbeit einfach mit beteiligt. Hände Arbeit. Heißt die Forderung auf eine einzelne Formel gebracht? Erziehung zu einem kritischen und sparsamen Wahlgebrauch. Man soll wirklich ein- und ausschalten. Geht es noch leichter? Der beste Fernsehzuschauer sollte also immer derjenige sein, der bewusst nur das sieht, was er wirklich sehen will. Ui. Bianca, was macht das mit dir?
Das, Oder welche Rolle spielt Lore Lorenz in deinem bisherigen Leben? So, bis eben, Und ich habe überhaupt noch nicht zum Frühstück bekommen. Seit dieser Hurenlümmel im Hause ist, gelten Opa und ich überhaupt nicht mehr. Da soll noch einer abstreiten, dass ich Zärtlichkeiten brauche. Komm, mein Täubchen, lass uns noch ein bisschen hurren. Zu wenig Liebe. Er hat gesagt, ich muss mindestens 10-mal die Woche Liebe haben. Andernfalls könnte ich nicht mehr die volle Leistung am Hochseil bringen. Naja, dann trag mich mal Donnerstag für 2-mal ein. Den Rest musst du dir dann im Ensemble zusammensuchen. Beim Ständer unserer Bemaßung. Richtig, also bei eingehender Massage? Nein. Ich kann einfach nicht, also ich kann einfach nicht. Aber ich frage mich bei so Sachen dann immer, was hat sich der Redakteur, diese Frau, die aus diesem Fotoautomat nackt heraus, was soll das? Das ist Ingrid Steger. Das ist eine Frau, die für den deutschen Sexismus mehr getan hat als jeder andere. Das ist eine deutsche Hochkultur ist das. Das ist ja eine schöne Szene. Aber also das war so. Was hat das mit euch gemacht damals? Ja, aber schätz mal. Kommst du nie drauf? Dasselbe wie heute. Da kommst du nie drauf. Aber das ist doch nicht geil. Also wer doof mit was? Fand ich das geil. Ich fand das wie bitte, was ist denn dann geil? Das ist eine schöne Frau, die halt halbnackt aus dem Fotoautomaten kommt. Und ja. So war die Zeit damals. Also wer du musst verstehen, dass wir rein sexuell mit 40 Mark angefangen haben. Na, es war weniger damals und wir haben halt hinter der Couch gehockt im Niki, wie gesagt, Schlafanzug und haben geguckt und das war natürlich also es waren die einzigen Brüste, die du sehen konntest im Fernsehen und natürlich ist so eine Folge Klimbim, als hätte einer einen heißen Lötkolben durchs Ohr ins Gehirn gestoßen, aber dann kam irgendwann Ingrid Steger, fertig ist die Laube, das wurde nicht hinterfragt und jetzt will ich gar nicht damit anfangen. Aber die Frage von Bianca war ja interessanterweise, was hat der Regisseur sich dabei, oder Redakteur? Gar nichts! Ich glaube nicht, dass ein Regisseur dabei war. Soll man sich da denken? Das stimmt überhaupt gar nicht. Was ist denn davor passiert? Das war ihr Mann, verstehst du? Ach, das war ihr Mann? Michael Fleker war der Regisseur und er hat seine Frau immer wieder so präsentiert, die letztlich nicht so richtig gut durchs Leben gekommen ist, weil sie als Tittennummer gebucht war. Ich glaube, die war mit Winke Mürre verheiratet zu der Zeit. Ja. Ich denke, das war mehr so seine Nebenfrau. Ja. Also vorher war er mit Bibi Jones verheiratet. Ja. Das war eine Frau. Stimmt das jetzt wirklich oder fängst du an, die Leute... Nein, das ist wahr. Das stimmt alles. Aber die Frage ist, selbst als Kind habe ich bei diesem Wenke Mürre Sketch, wo sie da die ganze Zeit diese Talkshow singt, habe ich die ganze Zeit mit 11 schon gedacht, wann kommt der Typ mit dem Betäubungsgewehr? Das war ja nicht auszuhalten. Das war ja wirklich Folter.
Und das war jetzt stark gekürzt, die Nummer war 20 Minuten lang. Ja, ja, das war furchtbar. Also das, ja, dann guck mal eine Kochshow, du. Ja. Das einzig Lustige war, wir durften das nicht gucken, das wurde verboten. Ich war auf einer katholischen Klosterschule. Ach. Und der Religionslehrer sagt, ihr dürft euch das nicht angucken, da kommen nackte Brüste vor. Oh, was für eine Drohung. Hat er dazu gesagt, das waren gute nackte Brüste? Das konnte er nicht beurteilen. Das hat er sich ja nicht angeguckt. Er kannte das noch. Ach so, natürlich. Ja. Da bin ich aber ziemlich sicher, dass doch. Woher wusste er das denn? Ja, und jetzt, wo du das erste Mal gesagt hast, was hat er gelesen? Also ich würde es mir auch jetzt heute damals angucken. Oder in der TV hören und sehen. Ja. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, eine absolute Fernsehpremiere. Hier sind die Hupfdolls alias Breaker Leg oder umgekehrt. Zusammen mit dem ersten Auftritt der Oberschwaben Dreamboys. Es gab drei Dinge, die ich nie gemacht habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das vor dem Fernsehen sagen soll. Sie müssen sich sagen, wenn Sie nur sagen, auch Sie haben Ihre Grenzen, dann genügt das. Wir wollen keine, wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber I never did it with a horse. Ich habe nie mit einem Pferd einen Geschlechtsakt vollführt. Die Weichteile sind gut verpackt. Können Sie prima mit gegen die Wand laufen. Außerdem haben wir in monatelangen Studien festgestellt, dass der Mann dieses Modell nicht erotisch findet. Nächste Verdächtige. Wer ist Dolly Bastard? Position A, bitte. Ich gehe zu Hause noch ein bisschen auf meine Waschmaschine. Oh ja. Ja. Matja, ich habe jetzt die neue. Hast du endlich eine neue? Ja, ich habe mich beraten lassen. Ja, und? Wenn man meine